Hallo und grüß euch, liebe und werte CryptoTV-Zuseher. Heute haben wir so wahrscheinlich eine ziemliche Spezialsendung, denn ich muss ein Statement einmal über mich abgeben. So im Grunde während, was ich eigentlich bin und wie ich Journalismus betreibe und was für eine Ecke von politischen Ansichten mich an auch stellen kann. Das mache ich schon alleine deswegen, weil am 28.02.2018, wir sind schon im Jahr 2000 weit drüber, nämlich im 18. Jahr, und da hat die Kronenzeitung einen Bericht über einen Feind Gulden auf Wischen geschrieben. Und da haben sie mich auch darin erwähnt und schon in ziemlich unlauteren Schiene. Dazu werde ich dann aber erstmal den Bericht vorlesen, den die Krone in DIN A4 Seite berichtet hat, am 28.02. Und dann mal darauf eingehen, ob diese Zeitung in dem Sinne entweder Rufmord betrieben hat oder Journalismus betreibt, der sehr botschert ist. Vielleicht eben noch nicht genauso wissen, wie man wirklich Journalismus betreibt, und dann kann ich vielleicht auch auf die Sprünge helfen. Also dazu kommen wir jetzt eben gleich. Wie gesagt, am besten ich lese jetzt einfach einmal vor. Da war eben dieser Bericht, nämlich in der Kronenzeitung. Hier. Und da werden wir jetzt einmal den einzelnen durchgehen. Okay, ich fange einfach einmal an zum Durchlesen, werde ein paar so Stichwörter mit aufschreiben, dann kann ich auf die genau eingehen. Nach Ermittlungen gegen SPÖ-Bundesrätin tauchen neue Vorwürfe auf. Verein hat dubiose Kontakte. Derzeit laufen, wie berichtet, Ermittlungen gegen das Ehepaar Kurz. Sie ist langjährige Bundesrätin. Er ist früherer Direktor der HTL Hallein. Im Fokus der Erhebung steht ein Unternehmen des Paares, das sich im Konkurs befindet. Parallel dazu ist Franz Kurz Obmann eines gleichnamigen Vereins, der Inhalte aus dem verschwörungstheoretischen Spektrum verbreitet hat. Oh. Der Name ist klingend, die Golden Earth Vision Energy GmbH. Ein Halleiner Unternehmen auf erneuerbaren Energien spezialisiert ist. Als alleiniger Geschäftsführer ist aktuell Franz Kurz eingetragen. Franz Kurz. Pensionierter HTL-Direktor und Ehemann von Bundesrätin Susanne Kurz, gegen die der Verdacht des Sozialbetrugs im Raum steht. Sie selbst war neben ihrem Mann und den SBG-Vizeobmann Erwin Seehauer bis zur Insolvenz des Unternehmens mehrere Monate als Geschäftsführerin tätig. In dieser Zeit wurden keine Sozialabgaben getätigt. Zudem wirft ihr die Finanzpolizei betrügerisches Vorgehen bei der Anmeldung des Sozialversicherungs vor. Die Betroffenen selbst weisen, wie berichtet, Vorwürfe zurück. Kurz gibt an, man habe noch vorgehabt, die ausstehende Summe zu begleichen. Die Firma sei finanziell nur noch nicht in der Lage dazu gewesen. Entschuldigung, ich muss mal kurz was trinken. Und dazu möchte ich so gleich einmal eins sagen. Bis jetzt ging es ja noch, bis jetzt nur um die Familie Kurz, also Herr und Frau Kurz. Was da wegen diesen Finanz- und Sozialabgabesachen passiert ist, kann ich überhaupt nicht sagen. Ich kenne die Familie so privat überhaupt nicht. Ich habe nur den Herrn Kurz eben mal kennengelernt, anhand, weil er auf uns zugekommen ist oder auch speziell auf mich. Ein paar filmische Ausgaben wollte, und ja, komme ich dann eh später zu sprechen. Aber diesmal geht es einfach nur um Kurz, und die werden angeklagt. Und gleich vorweg, mir kommt es so vor, das ist ein bisschen Bauernfängerei, dieser Bericht von der Kronenzeitung. So wie, ja, Herrn Grasser, seine Putzfrau, steht in großem Verdacht, weil sie ja eben die Putzfrau von Herrn Grasser ist, der ja wohlweislich Steuer hinterzogen hat. Und genau, eben.
Wie aus den Firmenbucheinträgen des EBAS hervorgeht, sind sie noch an einer Reihe weiterer Unternehmen beteiligt. Unter anderem steht Franz Kurz an der Spitze eines Vereins mit dem Namen Golden Earth Vision mit Sitz im Hof. Beworben werden unter anderem auf der Homepage Seminare und Kongresse. Alles insgesamt ist schwer spirituell angehaucht. Doch taucht man tiefer in die Materie ein, so haben sich der Verein und sein Obmann in den vergangenen Jahren mit Menschen umgeben, für die sich der Verfassungsschutz interessieren dürfte. Also Verfassungsschutz haben wir schon. Eigentlich haben wir schon zwei Stichwörter, was man eigentlich einmal aufschreiben könnte, was die Kronenzeitung hier einmal ganz schwer in den Raum wirft, die was ja wirklich sehr schwerwiegende Vorwürfe sind. Denn eben Verfassungsschutz, auch spirituell, angehaucht. Schreibe ich hier mal auf, nicht nur der Verfassungsschutz, denn auch spirituell angehaucht kann man schon ganz schön sehr negativ mit Rufmord mit einem vergleichen. Okay, der Verfassungsschutz. Es wird ein interessantes Thema in Bezug zur Kronenzeitung, Verfassungsschutz. Auch Vorträge über Außerirdische. Aha. So wurde etwa im November 2016 ein Golden Earth Vision Kongress in den Räumlichkeiten veranstaltet, bei dem unter anderem eine Dame einen Vortrag über die außerirdische Echsenzivilisation abgehalten hat, die im Inneren der Erde leben sollen. Ein Mitschnitt davon existiert auf der Plattform von YouTube. Also könnte man eigentlich auch schon aufschreiben wie Alien. Und Themen wie eben Verschwörungstheorien, ja. Also sind ja auch gerade Verschwörungstheorien ein sehr schwerwiegendes Wort, ja. Spirituell Alien möchte ich sogar fast ein bisschen auseinanderhalten, obwohl es auch manchmal zusammengedeutet wird, aber ich schreibe es extra mal auf. Auf denen soll eben einige Filme auf YouTube sichtbar sein von dem Verein, damals von dem Kongress, wo die Dame davon gesprochen hat. Und das weiß ich sicher auch sehr gut, denn die sind eben auf meinem Kanal oben. Der Nutzer, der das Video hochgeladen hat, steht es hier eben weiter, veröffentlichte eine Reihe weiterer Beiträge mit Verschwörungstheorien. Aha. Immer dieses Wort Verschwörungstheorien. Werden wir auch noch genauer erläutern, was das eigentlich ist. Der Golden Earth Vision Haus- und Hofberichterstatter nennt sich aber CryptoTV. So, jetzt werde ich also richtig benannt mit CryptoTV, aber im Kontext mit, wie bitte? Golden Earth Vision Haus- und Hofberichterstatter. Das muss ich mal auch schreiben. Okay, Hofberichterstatter, da kann man das sicher noch genauer darauf erklären, wer und was das wirklich ist. Ob ich das zum Beispiel bin, ja. Ob ich jetzt ein eigenständiges Magazin CryptoTV bei FS1 bin oder der Hofberichterstatter von Golden Earth Vision. Das werde ich noch aufklären. Doch lesen wir weiter. Dort wird auch über eine Veranstaltung namens Montagsinfo berichtet, an der Kurz als Redner teilnahm. Ja, ganz klar, die Montagsinfo, da werden wir auch noch eingehen. Montagsinfo. Da werde ich jetzt einfach jetzt mal mit dem Herrn Kurz also richtig in Bezug genommen. Als Redner teilnahm. Unter anderen Gästen waren Personen mit fragwürdigen Weltanschauungen. Oh, schon wieder sehr große Vorwürfe. Bis jetzt werden immer nur Vorwürfe bis jetzt in den Raum geworfen von der Kronenzeitung. Bis jetzt werden auch nicht an Quellen oder wirkliche Aussagen eingegangen. Gell? Mir gegenüber zumindest. Haben wir auch ein Golden Earth Vision, in dem Fall zum Verein auch nicht. Und das mit den Sozialabgaben bei Herrn Kurz und so, ja, das hat mal mit dem allen, was da jetzt danach alles steht, nichts zu tun. Aber schon mal trotzdem weiter, was hier weiter steht.
Der Betreiber, der Salzburger Betreiber von Krypto-TV ist kein unbeschriebenes Blatt. In der Vergangenheit bewarb er die Veranstaltung eines Holocaust-Leugners. Oho, jetzt wird ganz scharf geschossen. Und fiel durch wilde Theorien auf. So glaubte er zu wissen, dass die Bilder von den Weltkriegen manipuliert seien. Oh boah, also da müssen wir schon einiges nur aufschreiben. Fragwürdige Personen. Reichsbürgerbewegung ist ja auch so im Grunde genannt worden. Was ist eigentlich Reichsbürgerbewegung? Die gibt es so 2, maximal 3 Jahren, vorher hat ja gar nicht existiert. Das werden wir noch genauer darüber analysieren und eingehen. Was haben wir da? Also so die Leuten, mit denen den Staat nicht anerkennen, gebe ich mich ab. Ich lese mal kurz den Satz nochmal vor, damit es richtig sitzt und so, dass man nicht vorwerfen kann, etwas überlesen. Unter den Gästen waren Personen mit fragwürdigen Weltanschauungen, wie etwa Anhänger der Reichsbürgerbewegung, die den Staat nicht anerkennt. Der Salzburger Betreiber von Krypto-TV ist kein unbeschriebenes Blatt. Boah, Bis jetzt hat nur die Kronenzeitung von mir geschrieben und jetzt vor kurzem habe ich was entdeckt, aber da gehen wir alles noch genau ein. In der Vergangenheit bewarb er die Veranstaltung eines Holocaust-Leugners und fiel durch wilde Theorien auf. So glaubte er zu wissen, dass die Bilder von den Weltkriegen manipuliert sind. Also da werde ich richtig mal darauf eingehen, ob das wirklich so haltlos ist oder ob das stimmt, was die Kronenzeitung schreibt. Es sind jetzt nur große Vorwürfe, keine Beweise, sie gehen auf nichts ein. Als Letzteres steht da nur noch zum Lesen. Positiv ist zwar, dass der Verein wohltätige Zwecke unterstützt. Die Mittel dafür stammen aber auch von den Veranstaltungen, bei denen höchst fragwürdige Inhalte verbreitet worden sind. Aha, sie loben zwar doch jetzt gerne mal wieder zum Verein zurück, dass sie sehr wohltätige Zwecke machen, sehr lobenswert. Aber wenn ein Verein wohltätige Zwecke erfüllen möchte, wie dieser Verein Guter Fisch, mit Kindern in Not zu helfen, dann muss man falsch. Wohl müssen wir auf einem guten Weg, Veranstaltungen zu machen, wie Kongresse und so weiter, und davon die Einnahmen zu benutzen, um zu helfen, oder? Welches Thema dann Alien damit zu tun haben, kann man das fragwürdig bezeichnen, liebe Krone-Zeitung-Leser? Das schreibt man so nicht da rein, sondern da schreibt man UFO und außerirdischen Interessierte, ja? Weil das ist eine ja, freie Sache, sich dem Thema Außerirdischen zu widmen, hat was mit dem Thema Grenzwissenschaften zu tun. Grenzwissenschaften ist mittlerweile schon sehr anerkannt, ja. Und auch in der Politik und überall und beim Militär wird dieses Thema schon lange nicht mehr wirklich negiert, ja. Aber da kann man ja noch alles genauer drauf rein. Wir lesen einfach noch fertig, dann am Schluss steht noch. Der Verein selbst erklärt, dass man nur die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat und zu den Vorträgen daher nichts sagen könne. Allerdings sei man in Sorge wegen der Ermittlungen gegen Kurz. Man will ihm seinen Rückzug nahelegen. Susanne Kurz selbst distanziert sich am Dienstag von dem Verein ihres Mannes, mit dem ich nie etwas zu tun gehabt habe, sagt sie. Hier in Anführungszeichen ausgeschrieben, weil unter Anführungszeichen muss man etwas schreiben, wenn es eine Aussage ist, ansonsten darf das ja nicht so sein. So steht es in der Kronenzeitung. Auch richtigerweise. Also wenn man bei einem Presserat dabei ist, dann sollte man das einhalten. Wohlgemerkt, die Kronenzeitung ist nicht beim Presserat dabei. Aber lesen wir mal kurz am Schluss das letzte weiter. Er selbst war für keine Stellungnahme zu erreichen, der Herr Kurz. SPE-Chef Walter Seidel will den Rücktritt der Bundesrätin. Und geschrieben hat den Bericht die Anna Dobler in der Kronenzeitung eben am 28. Februar 2018. Ja, da gibt es nur so hier diesen Bereich, aber ihr könnt alle gut selbst lesen. Diesen Zeitungsbericht tue ich jetzt einfach mal weg. Das ist ein Schmierblatt. Entweder ist wirklich schlecht recherchiert worden, da werde ich hier in dem Video einiges aufzeigen. Ich lese einfach nochmal die Stichwörter hier durch. Spirituell angehaucht, Verfassungsschutz, Alien- und UFO-Themen in einen Zug mit Verschwörungstheorien genannt sozusagen. Und dass ich der Golden Earth Vision Haus- und Hofberichterstatter sei. Ja, das mit dem Herrn Redner
also Herr Kurz in der Montagsinfo, dass ich mich dann eben speziell mit fragwürdigen Personen abgebe, wie Reichsbürgerbewegungen, die was eben die Stadt nicht anerkennen, aber auch ich mit Holocaustleugnern in einen Zug genannt werde. Ja, und im Grunde, so wird gesagt, dass der dubiose Zwecke der Verein seine Veranstaltungen nutzt, ja. Und kommt man eigentlich gleich mal so einsteigen, gleich nicht gleich über mich, sondern es geht ja ein Hauptsinn in den Krone-Zeitungsbericht über den Verein Gulden auf Wischen, wo der Franz Kurz Präsident ist. Die Andrea Seidel, die ist Gründerin von Gulden auf Wischen. Und später ist dann der Franz Kurz als Präsident mit eingestiegen zum Verein eben Gulden auf Wischen. Und sie machen eben, Krone-Zeitung sagt, dubiose Veranstaltungen und da waren die Einnahmen dubios. Die Einnahmen dubios, dubiose Zwecke. Es passt ganz gut, das können wir dann gleich so klären, ob jetzt ich auch der Hofberichterstatter bin, weil ich aus Krypto TV eigentlich, wenn wer zu mir kommt und sagt, ich möchte einen Film mit dir machen oder auch manchmal komme ich zu wem, frage ihn, ist immer verschieden, dann mache ich am Anfang klar, dass ich nicht kommerziell Ihnen etwas anbieten darf und dies mit dem Intro und Outro, Abspann eben versehen werden muss, ja. Und so eben keine kommerziellen und rassistischen und fremdenfeindliche und religionsverhassende Aussagen getätigt werden dürfen. Und deswegen bin ich auch zu FS1 gegangen, den freien Fernsehsender aus Salzburg. Und darum kann ich schon mal deswegen nicht der Hofberichterstatter von Gulden auf Wischen sein. Denn ich habe schon aber Dutzende Filme vor denen gestaltet für FS1. Und diese Beiträge von Gulden auf Wischen wie den Kongress, was man mir noch sehen kann, der war einfach nur ein Projekt und sonst gar nichts. Wie viele andere 200 Filme, was ich hochgeladen habe, YouTube-Projekte waren. Und wenn dem nicht so wäre, wenn Kronenzeitung doch recht hat, ja, mit dieser Aussage, dass ich der Hofberichterstatter bin von Gulden auf Wischen, dann ist es auch der ORF. Denn der ORF hat schon 2012 einen Bericht über Gulden auf Wischen gemacht. Lange vor mir, ich habe glaube ich erst so 2015 oder wann angefangen, mit Gulden auf Wischen etwas gemeinsam zu machen. Oder 14, ich keine Ahnung, ich glaube eher 15. Und da hat ORF einen Bericht gemacht. Um was ging es da? Ich habe es mir genau ein bisschen notiert. Ah ja, 2012 auf der Exklusiva in Velden am Wörthersee. Da wurde ihnen der Jet Set Angel Award verliehen. Da werde ich jetzt ein paar Ausschnitte aus den ORF bringen. Und nach den ORF-Ausschnitten auch noch zeige ich euch, wo sie dann später auch den Ambassador for Peace Award verliehen bekommen haben. Also zwei wunderbare Awards verliehen für die Verdienste, weil sie sich für Kinder in Not und Projekte für Notleidende einsetzen. Und weil ich eben auf dieses Video von ORF gestoßen bin, habe ich Vertrauen zu diesem Verein damals gefunden und habe so in dem Grunde bis jetzt keine Probleme gehabt, dass irgendetwas ganz unlauter oder Holocaust-leugnerisch oder sonst deren Anklagepunkt in der Kronenzeitung entsprechen. Doch fangen wir mal an. Sehen Sie sich das Video jetzt von der ORF 2012 an. Das war in Kärnten heute. Und urteilen Sie dann, ob wir irgendwelche die Krone, also ORF und ich, diesen Punkten schuldig machen. Also hier haben wir den ORF. Ich bin einfach mal ganz kurz still und ich zeige euch ein paar Ausschnitte, nicht das ganze Video, sondern ein paar Ausschnitte von den ORF Kärnten heute. Zahlreiche Fernsehteams zogen es in den vergangenen Tagen auch nach Velden am Wörthersee. Auch unser Dabei-Team war im Einsatz bei der Verleihung des Jet Set Angel Awards anlässlich der Luxusmesse im Schlosshotel Velden. Abend aber auch an jene erinnert, für Ich die bin ein schon das bisschen nach vorne Überleben puren gesprungen. Luxus bedeutet. Mit der Verleihung des Jet Set Angel Awards werden Organisationen ausgezeichnet, die helfen, wo andere wegschauen. Ich versuche die Leistung dieser Hilfsorganisationen dadurch mehr ins Licht. Ja, das steht ja auch Das ist die Andrea Seidel, für die das Gründerin Symbol von für Gulden auf Wischen. Wiedergeborgenheit und damit alle Kinder und alle Menschen die Chancen bekommen für ein glückliches und gesundes Leben. Wir gratulieren.
Ja, das war so einfach jetzt einmal der ORF. Aber dann habe ich ja noch gesagt, haben Sie auch den Ambassador verliehen bekommen? Den können Sie hier jetzt sehen. Ambassador war auch, zeige ich auch nur ein paar Ausschnitte, sodass man einfach mal sieht, welche Preise der Verein, der hier angeklagt wird, bekommen hat und für den ich etwas gefilmt habe. Und sind wir jetzt wirklich dessen schuldig, was da die Kronenzeitung einschmiert? Wohlgemerkt, Kronenzeitung ist ja nicht einmal im Presserat vorhanden. Aber da kommen alle noch genauer hin. Ich will hier niemanden gemein anprangern, sondern einfach nur mit Fakten hier mal kommen. Wenn nur jemanden anprangern, ohne mit Fakten zu kommen, wie es hier in dem Bericht war von der Kronenzeitung, das geht nicht. Aber hier mal der Ambassador for Peace Award. Eine zweite Person unter uns, die wir heute ehren wollen als Ambassador for Peace. Und zwar diese Person, sie hat ein Projekt entwickelt, das heißt Golden Earth Vision, als eine Welt der Fülle und nicht als eine Welt der Probleme, sondern als eine Welt der Möglichkeiten und so weiter. In diese Richtung geht Ihre Ernennung als So, da sieht Ambassador man jetzt for wieder die Peace Andrea Seidel, überreichen an dann wie sie Frau eben den Preis Andrea bekommt. Seidel von Golden Earth Vision. Bisschen da. Erfolg und Liebe auf allen Ebenen. Und wir sehnen uns danach, all diese Aspekte zu leben. Aber was brauchen wir? Was brauchen wir? Okay, Sie sehen schon, ich kann jetzt nicht das ganze Video zeigen, das wird ja alles den Rahmen sprengen. Ich muss mich auch kurz halten, aber das kann man ja alles nachverfolgen, was ich hier zeige, ja, im Ganzen. So viel einfach jetzt einmal hier dazu. Und bin jetzt auch, ist es auch der ORF ein Hofberichterstatter, was wir im ersten Video gesehen haben? Und dann müsste er es auch sein. Wie, warum? Natürlich nicht, oder? Klar. Und warum ich nicht auch in den Zuge genannt werden kann, kann ich vielleicht hier so zeigen. Wie weit ich im speziellen, im journalistischen Bereich, also wie weit ich im journalistischen Bereich gehen darf. Dazu gehe ich jetzt erstes Mal vielleicht auf meine Homepage. Hier auf meiner Homepage einfach mal bei auf im Kontakt und Impressum, wenn man dann nachschaut. Ich mache mich hier jetzt vielleicht erstmal ein bisschen kleiner in der Kamera. So, also ich bin jetzt auf Kontakt und Impressum gegangen. Dann zeige ich Ihnen mal, was die Protagonisten, Sprecher, Klienten bewusst sein muss, wenn sie sich von mir filmen lassen wollen. Als erstes schreibe ich einfach mal so profan: Ihre Meinung ist uns wichtig und so würden wir uns von CryptoTV-Team freuen, wenn Sie uns Ihre Meinung, aber auch Anregungen zu bestimmten Themen geben. Da habe ich dann Kontakt, meine E-Mail, Telefonnummer, die Straße, wo FS1 Studio ist, das Büro, mein Name heute. Und da komme ich dann später noch zu sprechen, über mein Leben und Wirken. Da auf die Facebook-Seiten habe ich und YouTube-Verlinkungen. Ich habe auch schon Bücher verlinkt, die ich geschrieben habe, wo man alles findet, was ich eigenverantwortlich präsentiere oder die eigenverantwortlichen Protagonisten spreche in meinen Filmen. Hier noch kurz zum Impressum. CrypTV ist ein Magazin im Auftrag des TV-Senders FS1, Freies Fernsehen Salzburg. Das sind die Medieninhaber, sind die Community TV Salzburg, das sind gemeinnützige Betriebs GmbH. Wieder die Adresse, alles da. Hier kommt man dann, habe ich hier noch, habe ich aufgeführt, für die Inhalte und Leistungen, die FS1 und CryptoTV veröffentlichen, sind insbesondere nur die Protagonisten selbst verantwortlich. FS1 und CryptoTV stellt nur die Medien wertefrei und unabhängig allen Menschen zur Verfügung. Da kommt man zum Disclaimer, da noch ein Haftungsausschluss. Aber da kommen nur die Rechtsgrundlagen, boah.
Und da, Crypto.tv fordert keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt. Sollten Bestandteile dieser Seiten Rechte dritter oder gesetzliche Bestimmungen verletzen, so bitten wir um eine entsprechende Nachricht ohne Kostennote. Wir garantieren, dass die zu Recht beanstandeten Teile unverzüglich entfernt werden, ohne dass von Ihrer Seite die Einschaltung eines Rechtsbeistands erforderlich ist. Dennoch, von Ihnen ohne vorherige Kontaktaufnahme ausgelöste Kosten werden wir vollumgänglich zurückweisen und gegebenenfalls Gegenklage wegen Verletzung vorgenannter Bestimmungen einreichen. Ja, und weiter könnte man auch noch genau bei YouTube-Kanal, da sind ja noch zwei nur die Homepage. Die Filme, die ich produziere, lade ich ja irgendwo auf eine Plattform hoch und das ist, was ich nutze, ist YouTube. Und bei YouTube, wenn man hier auf meine Kanalseite kommt, kann man hier auf Kanalinfo klicken. Und hier bei Beschreibung. Crypto.tv stellt die Medien wertefrei und unabhängig zur Verfügung. Rechtsgrundlagen mit den Sender FS1 habe ich noch angeführt, die ich habe. Es ist also bla 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 jetzt in dem Sinn. Aber keine Abmahnung eben wieder, ohne vorherigen Kontakt habe ich wieder alles genauso geschrieben, wie hier vorhin wir gelesen haben, in Impressum auf der Homepage. Nur kann ich hier auf YouTube bei der Kanalinfo nicht zu viel reinschreiben. Da habe ich nur eine gewisse Anzahl von Buchstaben vorrätig. Darum verweise ich eben nochmal nach für den Hinweis, für die Inhalt und Leistung unserer Protagonisten tragen nur selbst die Verantwortung. Dann eben Hinweise finden Sie im Impressum auf unserer Homepage. Da kann er dann auch eben hier auf Crypto.tv klicken und dann kommt er hier zur Homepage. Aber auch die Facebook-Seiten und alle anderen Seiten hier alle mit angeführt. Ja, so viel einfach jetzt einmal noch hierbei. Eben Facebook haben wir auch noch angesprochen. Da kann ich vielleicht auch gleich gut und bestens erklären, wie ich auch darum bedacht bin, dass eben keine nationalsozialistischen, rechtsradikalen oder fremdenfeindlich sowie flüchtlingshasserische Meinungen deklariert werden. Und das ist am schwierigsten zu kontrollieren auf Facebook, wenn man einen Facebook-Kanal hat. Da hatte ich dann schon mal eine Gruppe vor ein paar Jahren gegründet. Da waren dann auch viele Leute drauf. Auch bei Facebook muss man viel dazulernen. Da hatte ich zu Anfangs die Einstellung bei Facebook, dass jeder, der will, ohne dass ich es kontrollieren muss, in die Gruppe rein kann und auch andere Leute hinzufügen kann. Das ist eine Einstellung, die automatisch bei Facebook so eingestellt ist. Und da muss man sich eher erstmal schlau machen. Und dann bin ich drauf gekommen, dass man eine Einstellung machen kann, dass niemand einfach einen hinzufügen kann. Das hat mich immer geärgert, dass mich so gewundert hat, dass ich auf einmal irgendwo in einer Gruppe bei Facebook drinnen war. Jetzt muss ich das immer wieder selbst nachkontrollieren. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich schon mal eine Gruppe eröffne, dann mache ich es doch so, dass wenn jemand die Gruppe Mitglied werden will, dann kann er das entweder so finden, indem ich es irgendwo bewerbe oder ein Gruppenmitglied bewirbt und dann der, wenn es ein anderer beitreten will, zuerst zu den Hinweisen der Gruppenregeln kommt, zur Information der Gruppenregeln. Wenn er damit einverstanden ist, kann er eine Anfrage erstellen. Und dann bekomme ich den Hinweis, ein neues Mitglied möchte Mitglied werden. Und dann sehe ich da auch, wer das ist. Man kann da noch keine hundertprozentige Aussage machen über wem, da grob. Aber wenn so halbwegs alles passt, bestätige ich die Gruppenanfrage. Und wenn dann doch irgendjemand mit der Zeit darauf verstoßen würde, dann werfe ich ihn halt raus. Aber die Gruppe habe ich deswegen neu erstellt. Ich habe ja schon erwähnt, ich hatte vorher schon eine erstellt, doch die habe ich dann gelöscht. Da habe ich ja gerne auf die ganzen Mitglieder verzichtet, weil es so hohe Anzahl war. Denn seitdem habe ich das besser im Griff. Denn früher waren immer wieder wirklich Nazis drinnen, die echt arge, dumme Sachen gepostet haben. Und ich will echt nicht mit solchen Leuten in einen Vergleich gemacht werden. Ich stehe zwar für das Wort Demokratie sehr offen, das ist eines meiner Hauptanliegen, die Demokratie zu fördern. Darum habe ich ja auch in Facebook so eine Art Speakers Corner eröffnet, wo jeder demokratisch und fair und verantwortlich, selbstverantwortlich vor allem,
seine Gedanken äußern kann. In mehr einer demokratischen politischen Partei es heute so deklariert wird, dass es einen als zumindest österreichischen Staatsbürger in Europa gestattet ist. Doch lange Rede, kurzer Sinn. Das wäre zum Beispiel hier die Crypto-TV Speakers Corner Facebook-Gruppe. Ich habe eine Seite auch, aber die Gruppe ist jetzt hier nur ausschlaggebend. Und wenn man die Gruppe beitreten will, muss man hier diese Beschreibung erstmal lesen. Ich lese sie halt auch mal vor. In der Beschreibung von Speakers Corner Crypto-TV Gruppe steht: Dies ist eine Gruppe, die den Geist repräsentiert, so wie es der Speakers Corner in England auf dem Piccadilly Place ihren Bürgern anbietet. Bei Crypto.tv Speakers Corner können alle, die wollen, da ja alle bei uns nicht müssen, frei und selbstverantwortlich ihre Gedanken, Ideen und Talente präsentieren. Wir bitten jedoch, das Hinzufügen von Mitgliedern in dieser Gruppe nicht ohne deren Erlaubnis zu tätigen, sondern jeder soll selbst entscheiden dürfen, wo er sich dazugesellen möchte. Daher empfiehlt es sich, das Bekanntmachen dieser Gruppe per Privatnachricht oder als Post auf deren Chronik, Seiten oder Gruppen. Ich empfinde es als Nötigung, wenn mich zum Beispiel einer in eine Gruppe hinzufügt, da nicht immer es möglich ist, zu bemerken, wo man hinzugefügt wurde, wenn man zum Beispiel an einem Tag zu viele Benachrichtigungen auf Facebook bekommt. Danke für das Verständnis. Es kommt so ein Slogan von Crypto.tv: Ihr seid alle frei, behütet und beschützt. Und dann noch genaueres: Jedes Mitglied haftet selbst für seine Beiträge und Angebote und schließt eine Mithaftung der Admins aus. Nicht erlaubt sind Posts und Kommentare von beleidigender bis obszöner Bemerkungen, allen pornografischen Arten, Werbungen von Sachgütern der großen und mächtigen Industrien. In Klammer: Ausgenommen sind alternative Güter, die für echte Gesundheit, Umweltschutz und anderen innovativen Ideen stehen. Klammer zu. Auch nicht erlaubt sind eben Kreditangebote. Jedes Mitglied hat sich rechtsverletzender Äußerungen zu enthalten, insbesondere volksverhetzender, rassistischer sowie unlautere Bemerkungen von Flüchtlingsproblemen, also allen Verstößen, die gegen Menschenrechte jeder Art betreffen, sowie solcher, die Anleitungen für Straftaten enthalten oder zu Straftaten auffordern. Jedes Mitglied wird aufgefordert, den Administrator zu informieren, wenn ihm solche Äußerungen in der Gruppe bekannt werden. Jedes Mitglied hat die Nutzung der Angebote darauf zu achten, dass er Rechte anderer nicht verletzt, insbesondere Urheberrechte beim Upload von Bildern in der Gruppe oder dem Zitieren von Texten im Forum. Jeder Verstoß gegen diese Regeln wird mit Gruppenausschluss geahndet. Des Weiteren werden seine gesamten Beiträge gelöscht. Weiterhin wird ihm ein virtuelles Hausverbot erstellt. Jetzt auch noch doppelte, also formgleiche Posts dürfen nur nach 2 Wochen erneut gepostet werden. Diese doppelte Posts werden gelöscht, damit eben nicht dort gespammt wird. Jedes Mitglied erkennt durch den Beitritt in dieser Gruppe die Regeln an. Mit dem Beitritt in diese Gruppe habt ihr die Regeln akzeptiert. Ja, und da wird darauf hingewiesen, dies erst vorzulesen, bevor man sich der Gruppe anschließen will. Und dann auch werde auch noch ich vorher entscheiden, ob ich überhaupt beitreten kann. Sollte einer mal verstoßen, dann wird er auch wieder gelöscht. Und das kam auch in dieser Gruppe schon 5-8 Mal vor, dass ich jemanden löschen musste, weil er unlauter gegen Flüchtlingsprobleme oder total Nationalsozialistisches gepostet hat. Okay. So viel schon mal einfach hier dazu. Zu Facebook haben wir auch schon mal genug erwähnt. So viel schon mal, dass ich schon wirklich bedacht bin, nichts rechtsradikal oder fremdenfeindliches oder der anderen sexistischen Sachen zu posten. Wo könnte man jetzt noch weitermachen? Hier seht ihr schon, können wir vielleicht später noch hinkommen. Zuerst möchte ich vielleicht noch über die Presseratrichtlinien etwas zeigen und über die Senderichtlinien, denen ich unterliege und warum ich denen unterliege. Ja, das hat ja auch was mit FS1 zu tun, und unterliegen klingt ja auch falsch, denn diese Richtlinien, diese Senderichtlinien und diese Presseratkodex, ich voll und ganz nur unterschreiben und unterstützen kann.
Aber gehen wir mal genau darauf ein, sodass man auch sieht, wo ich journalistisch wirklich machen muss. Und da habe ich PDFs vorbereitet. Das wären zuerst einmal den Ehrenkodex. Das ist der Ehrenkodex vom Presserat. Da geht es einfach so um die Präambel schlechthin, wie wird die Freiheit beschrieben, die Genauigkeit, Unterscheidbarkeit. Pressekodex, da kann ich dann nachher noch viel genauer darauf eingehen. Wenn es dann darum geht, was so andere Zeitschriften, der Kurier und so alles auch über den Pressekodex schreiben. Aber wie ihr seht, es gibt hier einfach ein PDF über den Pressekodex. Die fahre jetzt einfach so hoch. Da könnten ihr noch ein paar Pause auch selbstständig so nachlesen. Ich fahre jetzt nochmal zurück, sodass ich vielleicht nichts überscrollt habe. Aber mit der Pause-Taste kann man das auch selbst dann gut nachlesen. Wichtiger ist doch, euch jetzt zu zeigen, die sind die Senderichtlinien, die ich von FS1 bekommen habe, denen sich FS1 auch verschrieben hat, diesen Senderichtlinien, ja. Geht es auch hier, wenn man dann, könnt ihr auf Selbstständige so nachlesen, an erster Linie auch mal, nicht nur benehmen offenen Zugängen, auch um die Ehrenamtlichkeit, also wirklich, dass wir ein nicht kommerzieller Sendungsmacherverein sind. Also nicht Einnahmen von Werbungen einnehmen und auch nicht dürfen, dadurch auch frei sind mit unseren Medien. Und das ist wiederum auch ein Vorteil, ja. Ja, und Unentgeltlichkeit, so weiter und so fort. Interessant wird es hier auch noch vielleicht dann, wenn es um publizistische Grundlagen geht. Die publizistischen Grundlagen von FS1 basiert auf der Charta für Community-Fernsehen in Österreich und den Ehrenkodex des österreichischen Presserates. Da haben wir jetzt wieder den Ehrenkodex des Presserates, was ich vorher gezeigt habe. Aus dem Programm dezidiert ausgeschlossen sind rassistische, sexistische, demokratiefeindliche und gewaltverherrlichende Inhalte sowie Personen und Gruppen, die solche Inhalte vertreten. Sendungen dürfen nicht zur Religionsausübung und nicht zur religiösen Propaganda verwendet werden. Dann auch die Freiheit der Rede in 2.1 ist interessant. Den Sendungsmacher und Innen wird bei der Nutzung des Mediums unabhängig garantiert. Sie dürfen nicht gezwungen werden, etwas gegen ihre Überzeugung zu tun oder zu verantworten. Dies entbindet sie jedoch nicht von der Pflicht, in redaktionellen Sendungen von FS1 auch solche Beiträge aufzunehmen, die ihren persönlichen Meinungen widersprechen. Die ausführliche Ausübung des Rechtes auf freie Meinungsäußerung ist nur insofern eingeschränkt, als dies die Senderichtlinien von FS1, die Sendevereinbarung, die Mediengesetzgebungen oder andere gesetzliche Bestimmungen vorsehen. Ja, interessant ist sicher noch, oder? Ja, genau. Die Eigenverantwortlichkeit bei allen Sendungen und Beiträgen ist der Name des Verfassers zu nennen. Die rechtliche Verantwortung für Beiträge und Sendungen liegt jeweils bei den Verfasser oder Ihnen, ja. Und Schutz des Individuums haben wir noch. Bei der Gestaltung von Sendungen und Beiträgen ist darauf zu achten, dass in jedem Fall die Würde des Menschen gewahrt bleibt, dass die Privatsphäre des der Einzelnen nicht verletzt wird und dass generell dem Gebot der fairen Vorgangsweise entsprochen wird. Heimliche Tonaufnahmen von Gesprächen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, sind unzulässig. Ja, da haben wir auch noch über die Senderechte was zu lesen, Programmauswahl. Das ist dann ja den Presserat, kann man dann auch noch ganz speziell so lesen. Also das kann ich jetzt auch mal hier schließen. Dazu kann ich mal auch noch später, das wird dann auch noch interessant, was Geoengineering als Verschwörungstheorie in Bezug mit Chemtrails mit der Krone-Zeitung zu tun hat, weil ja auch die Krone-Zeitung mit Verschwörungstheorien auf uns gebasht hat, ja. Ja, okay.
Ich habe ein paar Stichwörter ja noch aufgeschrieben, damit ich auch nicht durcheinander bringe. Denn es ist ja wirklich sehr wichtig, weil ich ja auch FS1 genannt habe. Und ich will eben nicht jetzt, dass wenn die Kronenzeitung hier unlauter auf im Zug mit mir mit umgeht, ja, dann auch die Geschäftsführer von FS1 damit in einen Sog in den Dreck gezogen werden. Denn die haben eben, wie ich eben hier jetzt gerade in den Senderichtlinien gezeigt habe, sich hohe Fahnen an die Mast gehängt, denen ich natürlich auch wirklich nur unterschreiben kann. Und bis jetzt denke ich sehr wohl, dass ich alle hier Punkte, die hier angegeben wurden und gegeben habe, ich im Besonderen und mir aufgegeben werden, voll und ganz erfüllt habe. Und das werde ich ja alles jetzt noch aufzeigen. Und eben, wie gesagt, hier geht es um mich und nicht darum, dass die Krone-Zeitung über FS1 hergezogen hat. Ja. Ich will nur halt nicht, dass jetzt, ich muss ja doch jetzt eben ein Statement machen darüber. Und das bin ich auch FS1 schuldig, nicht nur mir selbst. So, es geht ja eigentlich wirklich fast um Rufmord, die hier, wenn ich von mir aus sprechen kann, getätigt wird. Okay, ich werde mal kurz einen Schluck trinken, Entschuldigung. Ich muss ja eins sagen, ich bin ein Mensch, der krankheitsbedingt kaum berufsfähig ist, ja. Und ich bin jetzt gerade hier in meiner bescheidenen Wohnung, benutze damit meinen Bettlaken, das ist ein Schlaffenbenutz, habe mir extra in Grün gekauft, dass ich den Hintergrund ausblenden kann und euch wenigstens so noch hier einblenden kann. Aber ich mache hier alles ehrenamtlich, nur aus einer Berufung heraus, meine demokratische Pflicht in Verantwortung zu nehmen, ein besseres Österreich, Europa und Welt zu gestalten. Und das kann man mir wirklich glauben, das werde ich, glaube ich, ja wirklich erörtern. Doch dazu möchte ich jetzt vielleicht mal darauf eingehen, was hat die Krone-Zeitung in der Vergangenheit eigentlich schon so alles gebraucht? Würden diese Punkte, die ich hier vorgelesen habe, von Verfassungsschutz, spirituell angehaucht und Hofberichterstatter, Holocaust-Leugnungen, überhaupt in dem Sinne, dass es um Hetzen geht von Ethnien und so weiter, dass nicht sogar sich die Krone-Zeitung eher dutzende Male Jahr für Jahr verschuldet und der Presserat schon so oft deswegen Berichte bekommen hat, also Anzeigen von Lesern bekommen hat, wo die Kronenzeitung sehr unlaut davor geht. Unlaut, um es gelinde auszudrücken. Da ich zu Hause bin, kann ich, glaube ich, sogar Zigarette rauchen, oder? Da kann man keiner böse sein. Das ist ja keine Kindersendung. Falls doch Kinder zusehen, bitte das Zigarettenrauchen nicht zu Hause nachmachen. Also Stichschlagwort, wo man über uns geworfen wurde, nicht nur über mich, auch bei Gundolf Wischen, war Verschwörungstheorien, ja. Also ich gebe es ganz offen und auch gerne zu, für Grenzwissenschaften habe ich mich schon immer seit meines Lebens interessiert, schon als kleiner Bub, seitdem ich denken kann, ja. UFOs in als Ersteres in speziellen natürlichen spät ist dann so die Kryptozoologie dazugekommen. Darum nenne ich mir auch Krypto-TV, um das von früher aus meiner Liebe von der Kryptozoologie. Krypto heißt das Geheime, Verborgene, sichtbar machen. Ich bin sowohl wie ein Kryptograf, der verschiedenen Themen. Aber zurück zum Thema. Auch die Kronenzeitung hat sich schon eigentlich sehr vielen Verschwörungstheorien angenommen, wo man sich dann eigentlich fragen sollte, warum macht die das eigentlich? Wie gesagt, ich habe erwähnt, schon als Kind auf an interessiere ich mich für UFOs. Ist ein schönes, ist ein interessantes und wirklich spannendes Thema, ja. Ob es jetzt wirklich so ist oder nicht, kann man offen lassen. Das Thema an sich ist interessant. Und als 8-jähriger Bub habe ich damals in der Krone-Zeitung wirklich auf der ersten Seite ist es gewesen,
vielleicht auch auf der dritten nur, aber ich vermute doch auf der ersten, war ein Foto von so einem weißen, nebeligen UFO abgebildet. Da ist schon dabei gestanden, dass es von einer Filmaufnahme ist, aus einem Spielfilm, weil man keine echte Aufnahme hat zu diesem Fall. Da haben sie auch wirklich gut angegeben, dass es kein echtes Foto ist, mein Glückwunsch. Aber das eben, habt ihr drinnen so in den 80er, frühen 80er Jahren, das glaube ich, in der Kronenzeitung geschrieben zu diesem Foto aus dem Spielfilm. Ein UFO wurde über den Untersberg, über Salzburg gesichtet, ja, und so irgendwas. Das ist schon sehr lange her, da war ja 8 Jahre, glaube ich. Also vielleicht sogar in den 70er Jahren erst. Und aber sehr offen und einfach nicht, dass es erlogen ist oder was, sondern ganz neutral, ja. Also nicht deformierend, ergebnisoffen. Also auch nicht sagen, dass UFOs Dreck sind, ja. Und kurz, habt ihr jetzt eh schon eingeblendet gekriegt, das kann ich euch gleich ein... genau hier, das zweite PDF. Das ist von 2015 aus der Kronenzeitung. Da können wir lesen, wie Geoengineering das Klima manipuliert. Hochfliegende Jets sprühen Schwefel in die Stratosphäre, um Sonnenlicht zu reflektieren. Eine riesen DIN A4-Seite mit sehr guten Fotos von sogenannten Chemtrails. Das sind also Chemtrails, ist das englische Wort für chemische Streifen, wie Contrails, Contentstreifen heißt auf Deutsch, Contentstreifen, ja, Contrails. Und diese Contentstreifen haben sich früher immer von hinten nach vorne wieder aufgelöst beim Flugzeug oben im Himmel. Und diese hier, die Chemtrails, lösen sich nicht mehr von hinten nach vorne auf, sondern werden immer hier das Anfangsstadion immer breiter und breiter, bis sie so eine Nebelsuppe ergeben. Habe ich auch schon beobachtet, das ist wohl, ja, so erschreckende Indizien sind zumindest dafür das Thema da, aber ist ja wurscht. Die Kronenzeitung schreibt hier einen zwei DIN A4 Seitenbericht, zweimal. Naja, darauf brauchen wir jetzt hier nicht genau eingehen, aber sie haben es nicht so dargebracht im Bericht, als wenn das nur Blödsinn wäre, sondern eher, als wenn da wirklich was dran wäre. Also schon zwei starke, arge Verschwörungstheorien, wo Menschen oft benannt werden, dass das Reichsbürger werden oder Aluhutträger und so weiter. Ja, auch Reichsbürger werden schon, wenn sich jemand mit Chemtrails befasst, in die Reichsbürgerecke geschoben. Was Reichsbürger ist, da gehen wir noch in genaueren drüber ein. Das unterstreiche ich hier lieber nochmal. Reichsbürger. Dass wir das nicht genau vergessen, um was da geht. Okay, ja. Zwei Verschwörungstheorien, was die Kronenzeitung schon verfasst hat. Wenn man mal im Internet nachschaut. Ja, wenn man Kronenzeitung und UFO eingibt, findet man unzählige Berichte über UFOs. Also Kronenzeitung ist so ein Fall, so wie in Deutschland die Zeitung Bunte, kommt man dann sagen, oder? Wie gesagt, Kronenzeitung ist ja nicht einmal beim Presserat vertreten. Kurier und so weiter schon, oder? Glaube ich. Der Standard auch, glaube ich, ist auch beim Presserat. Aber die Kronenzeitung nicht. Oh. FS1 ist beim Presserat. Ah, und ich bin mit verbunden mit dem Presserat, also unterstellt durch FS1. Aber weiter, also ja. Verschwörungstheorien brauchen wir uns jetzt nicht weiter befassen. Was das Wort Verschwörungstheorien bedeutet, werde ich mir nochmal aufschreiben. Verschwörung. Das werden wir noch später erklären. Da waren wir schon überall. Gehen wir mal speziell, wo die Kronenzeitung jetzt wirklich ganz schlimm mit manipuliertem Fotomaterial viel Unruhe erzeugt hat und deswegen von aufmerksamen Leser unzählige Male beim Presserat einfach schon mal angezeigt wurde. Und da gehe ich jetzt auf ein paar Beispiele ein. Also das möchte ich schon ein bisschen ernster durchgehen jetzt. Das ist wirklich nicht lustig. Also die Krone lügen mit Bildern als Journalisten, Beispiel von hier in Ägypten, damals in Kairo, beim arabischen Frühling,
Da hat man nur dieses Foto gehabt, ohne diesen Menschen hier abgebildet. Da geht es eben um einen fundamentalistischen Salafisten, sagt man dann. Ja. Da hat man den dazu gemacht, um das Foto dramatischer zu machen. Aber nicht darauf hingewiesen, dass das eine Fotomontage ist. Ja. Obwohl das die Kronenzeitung wusste, dass das hier eine Fotomontage ist. Genauso wie hier, sagt die Kronenzeitung, so hat sie es nicht gewusst, da gehen wir dann später drauf ein, das können wir ja schon glauben, das will ich ja nicht abstreiten, dass sie es ja nicht gewusst haben, dass es eine Fotomontage ist, dieses Bild hier nämlich, das ist nicht das Original. Da sieht man wieder eine zerbombte Landschaft, wurde, um das zu dramatisieren, wieder hier dieses Paar hier reingefügt. Und die Kronenzeitung hat dieses Bild benutzt und behauptet, ich habe nicht gewusst, dass es ja eine Fotomontage war. Später gehen wir drauf ein. Da ein altes Beispiel, dieses Bild hier drinnen, aber doch im Original ist ein ganz anderer Kopf drinnen. Also da auch wurde im Vergleich fast harmlos steht hier das Foto vom Panzerwagen, das 4 Jahre später eine Hausräumung in Wien zugeschrieben wurde. Also es ist schon wieder kein Bagatell-Foto, was man hier nimmt, ja. Ja, da gibt es viele solche Berichte, aber interessant, gehen wir vielleicht auf das Foto hier in Syrien nochmal zurück. Da schreibt auch hier der Kurier, Krone manipuliert Bürgerkriegsbilder. Aus zwei Bildern wird eines, um die Lage in Syrien zu dramatisieren. Die Fotomanipulation der Kronenzeitung bei einem Bild, das den Bürgerkrieg in Syrien widerspiegeln sollte, wurde von Hightech, von Techblog Gizmodo international verbreitet. Ja, die Tageszeitung Kronenzeitung veröffentlicht am Samstag ein Bild aus Syrien, das in Wahrheit aus zwei verschiedenen Bildern bestanden und geschickt via Photoshop manipuliert wurde. Es zeigt eine Familie mit Baby vor den zerbombten Schluchten von Aleppo in Syrien. Tatsächlich stammten beide Bilder aus Syrien, aber die Bilder wurden ursprünglich nicht vor der zerbombten Schluchten abgelichtet, sondern im Ort Aleppo, und zwar vor einer Hauswand. Das Originalbild dazu stammt von der Fotoagentur EPA, das Bild von der zerbombten Schluchten von Reuters oder von der AFP, also zwei verschiedenen Redaktionen. Das berichtete Gizmodo am Wochenende und warf der Kronenzeitung vor, mit dem manipulierten Photoshop-Bild die Lage in Syrien zu dramatisieren, als sei dies noch nicht so schlimm genug. Beide Versionen der Fotos machten zuvor auch auf Facebook die Runde. Ein Future Zone-Anfrage bei der Kronenzeitung bezüglich einer Stellungnahme ist am Laufen. So, also, jetzt wird's noch nicht genau interessant, schreibt noch Kurier. Verstößt gegen Journalistenkodex. Der österreichische Medienrat des österreichischen Journalistenclubs ÖJZ rief am Montag, nicht Z, sondern C, aus gegebenem Anlass dazu auf, besonders besonnen über die Hintergründe und Auswirkungen des Bürgerkriegs in Syrien zu berichten. Keinesfalls dürfen Tatsachen und Fotos manipuliert werden. Die Fälschungen von Fotoinhalten verstößen gegen den österreichischen Journalistenkodex und ist daher nicht statthaft. Die Medienkonsumenten erwarten sich von den Journalisten eine unabhängige, seriöse und umfassende Berichterstattung, besonders aus Kriegs- und Krisengebieten, betont der Obmann des österreichischen Medienrates und ÖJC, Präsident Fred Thurnheim, in einer Aussendung. Ja, also, soweit der Presserat auch dazu, dass die es auch nicht aus einer Bagatelle, sondern ganz im Gegenteil sehen. Ich würde darauf vielleicht auch darauf hin, dass da etwas wegen Rassismus, Holocaustleugner, Nazi, Fremdenhasser, wenn dann sowas angedeiht wird und man dann so einen Bericht in der Kronenzeitung schreibt, ja, das doch eher mehr Aufwiegelung gegen den Islamismus ist, in mehrfacher Form, als eigentlich gesagt werden soll. Und das wird man dann noch bei anderen Berichten, die die Kronenzeitung beraucht hat, noch genauer eingehen. Aber da sieht man eben noch, wie der Standard auch hier über diesen Bericht hier berichtet. Vielleicht wäre da noch interessant, äh,
Die Krone-Zeitung schreibt hier noch in anderen Ausführungen, erklärt sie sich so, dass sie ja nicht gewusst haben, dass es sich hier um eine Fotomontage war, weil es ja nicht so deklariert war, also so ausgeschrieben war, als sie das Foto bekommen haben. Aber das kann man auch Journalisten nicht gelten lassen, wenn man ein Foto bekommt, als Journalisten darüber einen Bericht machen muss, haben wir ja so, wie man beim Presserat zu lesen ist, habe ich alles hier gezeigt, man vorher überprüfen muss, ob die Fotos wirklich echt sind, ja. Und bevor man sie als echt befindet und wie man das macht, das zeige ich dann später auch noch vor. Ja. Da habe ich schon selbst vor ein paar Monaten mal selbst ein Video produziert, wie man journalistische Pressefotos, die man bekommt, auf seine Echtheit überprüft. Denn das muss ich als Journalist machen, bevor ich darüber etwas berichte. Ja, und zum Beispiel andere sehr fataler Bericht von der Kronenzeitung war, wo der Islam im Kindergarten falsche Fotos in der Kronenzeitung gezeigt werden. Fotobeweise aus Wien schrieb die Krone online am Samstag und gedruckt in der Sonderausgabe. Kopftuch, Radikalisierung, Alltag in den Kindergärten. Also das in den Kindergärten von den islamistischen Kindergärten in Wien nur noch die Kinder in Kopftüchern und verschleiert rumlaufen müssen. Ja. Und das eben hier mit diesem Beweisfoto hier machen, bei einer Veranstaltung, Kinderveranstaltung für den islamischen Kindergarten einfach hier dieses Foto zeigen soll, schaut ja wirklich dramatisch aus, oder? Ja. Aber in dem Bericht wird es, um es kurz zu fassen, aufgezeigt, dass das nicht das ganze Foto ist, sondern hier noch ungefähr mehr sein muss, wo daneben auch noch Kinder ohne Kopftuch stehen, also nicht nur in einer Reihe Kinder mit Kopftuch stehen, wie hier zu sehen ist. Ja. Natürlich wurden jetzt hier die Kinder ausgeblendet, um die Privatsphäre zu wahren. Aber da sind auch noch zusätzliche andere Fotos von diesem Tag, die die Krone-Zeitung auch auswählen hätte können, aber nicht gewählt hat, um diesen Kindergarten zu dramatisieren. Und waren die Kinder eben auch sogar angemalt mit Schmetterlingen und Sternen im Gesicht. Und bei diesen Fotos sieht man, wie viele, sehr viele Kinder hier eigentlich nicht maskiert sind. Ja. So viel dazu, ja. Also, es sind schon... Der Presserat, auch ein anderer Bericht, wo man wieder sieht, ganz, ganz noch viel schlimmer, fast der Krone-Zeitung vorwerfen muss, dass sie Hass auf die islamische Kultur, auf die Muslimen schürt. Mit solchen Berichten, wenn man liest, Sozialhilfe bei Gemisten geht gar nicht, ja. Krone.at-Artikel sei tendenziös. Muslime würden darin pauschal verdächtigt, sich durch Bigamie österreichische Sozialhilfe zu erschleichen. Das ist schon ein dritter, anderer Fall, wo so Islamisten schlecht dargestellt werden, was ich hier aufzeige. Dieses Foto haben sie da dargestellt. Ich lese es doch mal ein bisschen mehr vor. Erneut muss sich der österreichische Presserat mit der Krone-Zeitung erneut mit dem Thema Migration beschäftigen. Der Presserat, schon wieder die Krone-Zeitung. Der Artikel Muslime mit Zweitfrau bis zu 3000 Euro Sozialhilfe erschien am 2. Februar 2016, also vor circa 2 Jahren, auf Krone.at. Verstößt laut Senat 1 des Selbstkontrollorgans gegen des österreichischen Pressekodex. Ich bin leider auch sehr heiser und weil viel durchgemacht habe müssen, um das jetzt alles zu recherchieren, um das gut hier darzustellen. Denn vor einer Woche ungefähr habe ich jetzt die Nachricht bekommen von der Kronenzeitung. Da kann man sich ja vorstellen, dass mich das einfach sehr geschreckt hat. Da habe ich mal ein, zwei Tage gebraucht, mich zu sammeln, zu fassen und dann zu recherchieren, dass ich da mich ja gut darstellen kann, ja, und auch FS1 nicht unwürdig darstelle. Aber darum lese ich hier jetzt diesen Bericht auch noch als letzten Punkt nochmal ganz gut vor oder vorletzten, was die Krone-Zeitung eigentlich unlauter immer schmiert über Menschen. In den Artikel wird berichtet, dass bis zu 20%, also gar nicht wenig, der muslimischen Männer in Bigamie leben würden. 20%, also sehr. Diese sei neben der offiziellen standesamtlich eingetragenen Ehefrau noch mit einer zweiten Frau nach islamischem Recht verheiratet. Dadurch würde das Sozialsystem belastet, da eine Zweitfrau als offiziell Alleinstehende eine höhere Mindestsicherung beziehen könne als eine Ehefrau. Laut Wiener Soziallandesrätin kontrollierte die
A40 streng. Bisher seien jedoch noch keine derartigen Fälle bekannt. Schließlich wird in Artikel angemerkt, dass Bigamie in Österreich strafbar sei. Hier geht es noch um das provozierende Fotomontage, hier Abbildung rechts, wo man einfach einen zufriedenen Mann sieht mit zwei silhouettierten, verschleierten Frauen, die Österreich-Fahne im Hintergrund und das Geld, was runterlieselt, steht hier. Und nach Meinung des Senats wird in dem Artikel den Leser der Eindruck eines generell gängigen Sozialmissbrauchs vermittelt, heißt es in dem heute veröffentlichten Urteil, obwohl nebenbei eingeräumt wird, dass ein solches Verhalten in Österreich bisher nicht bekannt ist. Der Senat vertritt die Ansicht, dass der Artikel tendenziös ist und darin Muslime pauschal verdächtigt werden, sich durch Bigamie Österreich Sozialhilfe zu erschleichen. Als letztes möchte ich vielleicht nur noch eines hier über den Artikel vorlesen. Der Artikel verstößt ja gegen Punkt 7, Schutz vor Pauschalverunglimpfung und Diskriminierung des Ehrenkodex. Darin heißt es, 7.1, Pauschalverdächtigungen und Pauschalverunglimpfungen von Personen und Personengruppen sind unter allen Umständen zu vermeiden. Ja, das trifft eigentlich auch noch an mich und Fein Gulden auf Wischen in Bezug mit der Andreas Seidel zu, was mit dem Herrn Kurz ja nicht in Bezug genommen werden kann. 7.2, jede Diskriminierung wegen des Alters, einer Behinderung, des Geschlechts sowie aus ethnischen, nationalen, religiösen, sexuellen, weltanschaulichen oder sonstigen Gründen ist unzulässig. Also weltanschaulichen kann man dann auch schon sagen, da, wenn sich einer für Grenzwissenschaften interessiert, oder? Noch an einen jemanden einlädt, der viel über Außerirdische im Inneren der Erde zu wissen scheint. Oder eben auch religiös, ja, wie das, religiös sind auch spirituelle, wenn man das Wort spirituell nimmt, ja. Denn ihr habt ja auch ausgesagt, spirituell angehaucht, ja. Da muss man auch aufpassen mit der Aussage, weil es kann auch schnell ins Religiöse gehen, weil auch Buddhismus ist religiös anerkannt, wobei der Buddhismus sagt, keine Religion zu sein, ja, sondern eine spirituelle Glaubensansicht. Doch weiter im Punkt 7.3 zuletzt, eine Herabwürdigung oder Verspottung von religiösen Lehren, wiederum, ja, oder anerkannt, Kirchen und Religionsgemeinschaften, die geeignet ist, berechtigtes Ärgernis zu erregen, ist unzulässig. Der Senat fordert die Medieninhaber der Kronenzeitung, die sich bisher dem Schiedsgericht Presserat nicht unterworfen hat, was ich doch immer vorher schon gesagt habe, eben nicht beim Presserat unterworfen ist, auf die vorliegende Entscheidung freiwillig zu veröffentlichen. Und in unserem Fall, vor allem in meinem, auch mal doch vielleicht einen Ein-DIN-A4-Seiten-Bericht des wert sein soll, diese Berichtigung zumindest mal meinerseits, ja. Ich spreche hier nicht für den Verein Golden Earth Vision, möchte ich nochmal sagen. Und FS1 steht hier nicht in Verpflichtung mir gegenüber. So. Ja, hier einfach der Standard hat hier auch mal wieder einen anderen Bericht gebracht, wo es darum geht, wie sie auch über eine Schriftstellerin namens Stephanie Sacknagel sehr rufmordtätigende Aussagen gemacht hat, wie zum Beispiel mit dem Titel Saufen und Kiffen auf Kosten der Steuerzahler aus einem Reisetagebuch Nagel von Sacknagel, ja, da Martin Hofer und Lydia Haider. Eigentlich mehrere Künstler, die da ziemlich unlaut in den Dreck gezogen worden sind. Ja. Nach einer Welle von Hasspostings gegen Sacknagel ermittelt auch die Polizei nun, muss man dann schon sagen, gegen die Kronenzeitung, weil eben Morddrohungen und Gewaltaufrufe dann verfolgt werden mussten, hieß es auf Anfrage des Standards am Montag, das hat sich der Standard gebracht. Ja, da die Presse schreibt auch noch, Krone versticht 2016 am häufigsten gegen Presserat Ehrenkodex. Am häufigsten. Insgesamt veranstaltete, verhandelte, Entschuldigung, bin echt sehr trocken schon. Insgesamt verhandelte der Presserat im vergangenen Jahr 307 Fälle. Bei 33 davon wurde ein Verstoß gegen den Ehrenkodex festgestellt.
Die Zahl der Fälle hat deutlich zugenommen. Jene der Verurteilung ist aber gesunken. Ja, hier auf der Krone-Zeitung mit 65 Fällen und 13 Verstöße gegen den Ehrenkodex. Die Zeitung Österreich mit 35 Fällen, also um die Hälfte weniger. Und 4 Verstöße, erheblich weniger Verstöße nur wie der Krone-Zeitung. Wochenblick 7 Fälle, 3 Verstöße, die Heute mit 24 Fällen, 2 Verstöße, der Kurier 18 mit 2, Bezirksblätter 8, 2 Verstöße, erst ob keine Verstöße ist, der Standard mit dabei, die Presse mit ein paar Fällen zwar dabei, kleine Zeiten, Profile, das kann man hier, könnt ihr ja eh lesen. Standard hat auch darüber geschrieben, dass 2016 die Krone-Zeitung am meisten von 1733 Verstöße gehabt hat. Ich hoffe, ich rede nicht zu schnell, man kann mich verstehen. Ich bin heute auch ein bisschen emotional und aufgeregt, bitte versteht das auch, weil das ist ja wirklich nicht lustig, was über, vor allem auch über mich hier gesagt wird. Dass ich brauche eben noch eine Statistik über die Verstöße. Ja, genau. Jetzt könnte man eigentlich noch ganz anders da neu umgehen. Dazu gehe ich jetzt gleich einmal einfach zu meinem YouTube-Kanal, da wo ich meine ganzen Filme hochgeladen habe. Denn jetzt habe ich viel über die Kronenzeitung gewettert, kann man ja fast sagen, viele Punkte aufgezeigt, wo sie wegen Volksverhetzung und mit Verschwörungstheorien um sich werfen. Und zwar in sehr schäbiger Weise. Kann ja nicht nur über die herziehen, sondern wenn man herziehen jetzt in dem Kontext versteht, wie ich das meine, doch, oder? Da muss ich auch sagen, Stellung nehmen, was ich schon alles gemacht habe. Also meiner Rechenschaft schuldig sein. Und das zeige ich euch jetzt mit Videos von mir. Auf dem YouTube-Kanal sind so an die 200 Filme hochgeladen, die zum allergrößten Teil eben auch bei FS1 gesendet wurde. Und da zeige ich jetzt insbesondere die Menschen, die ich ein Wort gegeben habe unter den Bedingungen, die ich zuvor eben schon bekannt gegeben habe. Da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr viel diskutieren. Und und als allererstes vielleicht gleich, wenn man hier auf Videos klickt, auf meinen Kanal, so, da kommt man hier da zu den ganzen Filmen von mir. Da machen sich immer neu auf. Aber fangen wir von Anfang an. Also die ersten hier sind die letzten, die ich hochgeladen habe, bis nach weit unten. Dann die ältesten Beiträge bis zum ersten Hoch-Upload. Ich sagte ja schon, dass es wichtig ist, die Fotos immer gut nachzurecherchieren, mit denen man hantiert. Kronenzeitung erwähnt ja als Beispiel Aussage bei den Syrien-Foto und so, dass sie es nicht wussten, dass es ja eine Fotomontage war, weil es nicht so angeschrieben war, als sie es bekommen hatten. Wenn man ein Foto bekommt und veröffentlicht, muss man es überprüfen, und das habe ich mit einem Video gezeigt, habe ich ja schon gezeigt, was ich jetzt zeigen werde. Da werde ich auch gleichzeitig mit dem Foto sehr gut aufzeigen, dass ich sehr wohl niemals den Holocaust leugnen würde, ja, sondern ich immer schon mir bewusst war, dass es anhand von dank vielen guten Zeitzeugen wir schon wissen, dass Juden und viele andere Menschen in KZs im Zweiten Weltkrieg ums Leben kamen. Und denen zu ehren habe ich dann schon ein Video auch gemacht, um die Opfer zu ehren, in dem ich aufgezeigt habe, dass es im Internet Fotos gibt, die Fotos von Dachau zeigen, die beweisen sollen, dass es da keine Opfer geben haben sollte. Und das haben sie so gezeigt, mit angeblich Fotos, wo keine Opfer sind. Und ich habe es genau angeschaut und mir sind ein paar Fehler aufgefallen bei dem Video. Und da habe ich dadurch gemerkt, weil ich jetzt schon durch dem, dass ich grafisch Videobearbeitung ganz gut drauf bin, gesehen, dass bei den Fotomontagen gemacht wurde, also das Foto manipuliert wurde. Ein Dachau-Foto wurde manipuliert. Das hat mich schon geärgert, weil über das Thema Holocaust darf man wirklich keine unlauteren Witze machen. Denn die Opfer haben viel durchmachen müssen. Und da habe ich eben, wie gesagt, dem einen Film gewidmet.
Und da zeigt gleich alles in einen, wie man Fotos überprüft und zeigt schon mal in einen auf, dass ich kein Holocaust-Leugner bin, ja. Die Sache mit der Schuldfrage im Krieg gehe ich dann schon noch genauer ein. Und eines noch zuvor erwähnt, genau. Als ich das Video jetzt mal nochmal angesehen habe, ist mir aufgefallen, dass ich einen kleinen Upload-Fehler hier in dieser Version in YouTube habe, aber nicht gravierend. Das Video, das ich jetzt zeigen werde, ist von Ton her etwas zeitverzögert. Also der Ton geht früher an, bevor das Bild kommt. Das werdet ihr jetzt in dieser Aufnahme zwar nicht erleben, weil ich es jetzt dann vorher noch in Schnitt gebe und dann verbessern werde. Aber wenn ihr dieses Video, das ich euch jetzt zeige, dann nachträglich in YouTube anseht, werdet ihr merken, dass die Audioaufnahme etwas früher startet. Aber hier in diesem Film hier jetzt eins nicht. Von welchem Film spreche ich hier? Muss ich ein bisschen weiter zurückgehen von meinen... Da. Die Opfer von Dachau und Fake News. Und was muss man als freier Journalist beachten? So habe ich das Video benannt. Und des Zweiten Weltkrieges bin Pflicht ist die Pflicht in... Also das Video, das ich jetzt zeige, zeige ich jetzt nicht das Ganze, sondern nur einen bestimmten Ausschnitt, der jetzt eben wichtig ist. Dazu werde ich jetzt einfach mal kurz nichts sagen. Und der Rest ist selbstredend. Urheberrechtlich frei, dann müsst ihr bei den Quellenangaben angeben, wo ihr dieses Foto gefunden habt und gegebenenfalls auch den Fotografen angeben. Auch ist es oftmals notwendig, die Lizenzart anzugeben, also ob sie in Creative Commons, Public Domain Lizenzen laufen, die ihr frei zur Verfügung habt, oder wenn ihr auch die Berechtigungen von den Zeitungen erworben habt. Ein großes Unding heute, so finde ich, ist es, den Holocaust zu leugnen. Denn dafür gibt es genügend Zeitzeugen, die diese Fakten erhärten. Wenn dann in den Fällen der Verbrechen in den KZs Videos auftauchen, die gefälschtes Bildmaterial aufzeigen, das zeigt, dass es keine Toten in diesen Lagern gab, ist dies ein großes Vergehen an den Andenken vieler Juden und anderer Menschen, die dort zu Tode kamen. Hier möchte ich nun ein Beispiel zeigen, wo auch ich vor 2 Jahren an diesen Lügen geraten bin. Anhand dieses Fotos haben dreiste Fälscher ein Foto manipuliert, das zeigen soll, dass es keine Verbrennungen zur Beseitigung der KZ-Leichen gegeben haben sollte. Nach in etwa 2 Jahren, als ich dieses Foto zum ersten Mal sah, kam mir dieses Bild vor kurzem erneut unter. Und dabei bemerkte ich einige Manipulationen, die ich durch das Erlernen von Fotoprogrammen später besser erkennen konnte. Als erstes fiel mir hier am Bein dieses Mannes immer wieder gleiche Muster auf, ja, die sie so zwillingshaft wiederholten. Auch fiel mir auf, dass hier diese Hand dieselbe ist wie auf seiner linken Hand, nur dass sie zu einer rechten Hand gespiegelt wurde. Um dies besser zu verstehen, zeige ich euch, wie man mit Photoshop-Programmen dies erzeugen kann. Doch ich möchte noch erwähnen, dass ich nicht anregen will, dies nachzuahmen, um Fake News selbst zu gestalten. Also, zuerst werde ich mit einem Klonwerkzeug die Streifen auf der Hose über diesen Leichnam übermalen. Jetzt kopiere ich die linke Hand und spiegele sie.
Jetzt mache ich das überschüssige Material mit einem Transparentpinsel weg. Man sieht, dass das gefälschte Foto einen anderen Schwarz-Weiß-Effekt hat. Dies erreiche ich, wenn ich hier den Kontrast erhöhe. Um es noch mehr als Fälschung zu tarnen, komprimiert man am Ende dieses Bild runter. Vergleicht nun das Ergebnis mit dem Foto aus dem Internet. Es gleicht sich doch sehr. Hier sieht man auch, dass sich die Ziegelmuster mit anderen Ziegeln hier ebenfalls wie Zwillinge gleichen. Da erkennt man trotz Runterkomprimierung sogar noch den Stil dieser Trage. Nun will ich euch zeigen, wie ich das Originalfoto gefunden hatte. Und damit zeige ich euch einen Trick, wie man Fotomaterial auf seine Echtheit und der Quelle nachprüfen kann. Dazu zieht man das vermeintliche Foto mit gedrückter linker Maustaste in dieses Feld in der Google-Bildersuche und lässt die linke Maustaste danach wieder los. Nun zeigt die Google-Bildersuche gleiche und auch ähnliche Bilder und Fotos, wie dieser hier. Wenn man dann wie hier auf dieses Foto klickt, das ähnlich ist, erkennt man anhand der folgenden Internetseite, dass es Fotomaterial gibt, das viel hochauflösender ist und in diesem Fall auch noch andere Fotos da sind, die ein anderes Licht auf diesen Sachverhalt wirft. Bei diesen Gräueltaten des Zweiten Weltkrieges bin ich mir zu 100% sicher, dass die Nazis viele Juden und andere Regimegegner in den KZs umgebracht hatten. Okay, ja. Damit, glaube ich, habe ich selbstredend schon mal einiges auch hier aufgezeigt. Gehen wir vielleicht noch mal zu ein paar anderen Videos von mir zurück. Weil es ist ja auch zum Beispiel das Wort gefallen, Staatsverweigerer, ja, und Reichsbürger, ja. Dass ich zumindest mal schon alleine kein Staatsverweigerer bin und dass auch ich bis jetzt den Eindruck gehabt habe, dass kein anderer Staatsverweigerer ist, sondern ich und die anderen, die was bis jetzt zu Wort kommen haben lassen, sich sehr wohl die Demokratie in Österreich wünschen, so wie es immer deklariert wurde, wie es von klein auf an bekommen haben, sondern wir allerhöchstens und insbesondere ich, ja, höchstens aufzeige, wo gewisse geltende Gesetze nicht mehr eingehalten werden, aber sollten, weil sie wichtig sind. Und höchstens ein paar Sachen vielleicht auch reformbedürftig sind. Und das darf man, Reformen darf man aufzeigen, wenn man sie friedvoll von sich gibt, wenn man in einem demokratischen Land lebt. Und vor allem ich habe schon selbst auch in einigen Parteien mich umgetummelt und kann man doch schon erst recht nicht vorwerfen lassen, dass ich mich nicht politisch irgendetwas zu sagen trauen hätte. Ja. Aber gehen wir genauer darauf ein, wie zum Punkt eben, wie zuvor eben uns oder mir angepriesen wurde, angedeiht wurde, dass wir Staatsverweigerer wären. Nicht nur bei mir hier auf
trotz, auch bei meinen Videos sieht man auch Videos, wo ich bei Radio Okidok mitgesprochen habe. Radio Okidok von Klaus Glatzl ist auch ein eigenständiges Magazin, so wie ich. Ich habe nichts mit Okidok zu tun und Okidok nichts mit mir. Aber Okidok bietet auch an, dass man da frei, wenn es ein Thema gibt, da mitreden darf. Werden verschiedene Themen zu verschiedenen Genren immer ausgeschrieben und nicht nur eben berühmte Sprecher eingeladen, sondern man darf mit den berühmten Sprechern dann nach einer gewissen Zeit mitsprechen, also sein demokratisches Recht richtig in Anspruch nehmen und mitsprechen. Und da habe ich natürlich dann mich gefreut und das angenommen, oft mitgesprochen, wie über Thema, ein Film ist hochgeladen über die GEZ, ein anderes Thema und so weiter, war zum Beispiel hier über Dr. Leubner, da geht es gesund durch den Winter, und auch freie demokratische Schulen mit Ingo Hauer. Weil man wird auch bei vielen Produktionen von CryptoTV und mehr CryptoTV sehen, dass ich mich dem Thema für Ideen, wie man die Schulwesen gestalten kann, widme. Und in dem Beispiel kann man zum Beispiel mitverfolgen, wie ich mir schon Sorgen mache, dass man Kinder nicht komplett die Freiheit lassen sollte, was sie lernen sollten, weil sie sonst vielleicht denken, sie wollen nie lesen und schreiben lernen und dann im Erwachsenenalter dann das vielleicht bereuen und so weiter. Aber zumindest Staatsverweigerer, gehen wir mal auf den Kanal von Okidok, ja. Bei Okidok, bei den Videos, jetzt bin ich auf den YouTube-Kanal von Okidok, nicht mehr bei mir. Da gab es zum Beispiel Königreich Deutschland. Da diese Werbung ist jetzt leider in YouTube so vorhanden. Die muss ich jetzt dann beim Schnitt dann wegtun. So fängt zum Beispiel Radio Okidok Aufnahmesendung an. Wenn man da nach vorne klickt. Also dann, was soll er denn da machen? Er hat das hat ja jetzt hier nicht diese, großartig die waren da. Eingeladen, die haben gesprochen. Und so? Ihr lest Königreich Deutschland. Wegen Punkte Staatsverweigerer, ja. Ich bin sicher kein Staatsverweigerer, weil ich in diesem Beitrag gesagt habe, dass ich nichts davon halte, wenn man einen eigenen Staat in Staat aufmacht, so wie es eben der Peter Fitzek in Deutschland gemacht hat. Der Peter Fitzek hat vor Jahren Königreich Deutschland gegründet. Die ein paar Vertreter von denen haben an diesem Beitrag gesprochen. Und die sind sehr massiv mit ihren Wünschen, weil sie sogar schon eigene Autokennzeichen gemahlen und angemeldet haben. Also komplett keine Steuern mehr zahlen in Deutschland. Eben wirklich eigene Autokennzeichen gedruckt haben und so weiter. So wie es zum Beispiel in Österreich auch eine Dame gibt, die das Ähnliche schon gemacht hat, die Monika Unger. Ich glaube, Staatenbund Steiermark oder Freistaat Steiermark. Stadtmund Steiermark, glaube ich, hat sie es genannt. Hatte auch dann eigene Kennzeichen drucken lassen, haben so getan, als wenn sie ein eigener Staat waren in Österreich. Und ich muss auch sagen, die Frau Monika Unger hat zum Beispiel mich, wie sie das gegründet hat vor 3-4 Jahren, auch angeschrieben, ob ich sie promoten möchte. Ich habe dann nicht einmal darauf reagiert. Weil ich schon immer von Anfang an solchen Menschen und anderen, die mich darauf gefragt haben, ob ich das gut finde, solche Ideen gesagt habe, wie auch hier in diesem Beitrag vom Königreich Deutschland zu hören ist, dass ich nichts davon halte, einen eigenen Staat zu gründen. Denn ich würde niemals meine Mitmenschen in Stich lassen. Ich bin ein Österreicher, ich bin ein Europäer, ich bin ein Weltmann. Dies im Grunde als Mensch. Und wie gesagt, Staatstrenner bin ich mal garantiert nicht. Das beweise ich schon alleine, wenn man sich hier diesen Beitrag hier anhört. Ja, was war denn noch? Reichsbürger, ja. Dieser Begriff gibt es sowieso erst seit 3 Jahren. Ich glaube, weil man gewisse Menschen nicht als Nazis deklarieren kann, wie mich eben, oder aus Fremdenfeindlichen deklarieren kann, wie mich, hat man jetzt so den Reichsbürgerbegriff gemacht. Googelt einmal den Begriff.
Man kann höchstens vielleicht mit dem Kaiserreich vereinbaren. Ich glaube, da waren schon die ersten Reichsbürger mal so benannt, wenn es es überhaupt gibt. Aber es steht nirgendwo in einem Gesetz drinnen, dass es, wenn man ein Reichsbürger ist, das irgendwo strafbar ist, weil er gegen diese Punkte verstößt. Nicht, dass ich jetzt sage, ich bin ein Reichsbürger, ja, bin ich überhaupt nicht. Wie gesagt, ich bin politisch engagiert, in der demokratischen Weise, wie es auch der Presserat und der Pressekodex haben möchte. Bin Mitglied bei der Partei der Violetten. Da komme ich dann später noch drauf. Violetten gibt es leider nicht mehr. Also, warten Sie mal, nicht, dass wir es verzetteln. Es wurde ja genau gesagt mit dem Holocaust leugnen und so. Und da habe ich, das hat mich am meisten verwundert bei der Krone-Zeitung, dass man mich da mit dem in einen Zuge genannt hat. Noch viel mehr als wie das mit den Staatsverweigerung. Und da hat man dann mir schon gesagt, dass der Christian Schneider anscheinend die Aussage getätigt hat oder irgendwo auf dem Blog einen Text verfasst hat, dass der Holocaust, dass kein Jude an Zyklon B da drinnen sterben hat müssen oder so. Was ich total dumm finde, weil dafür gibt es genug Beweise, dass Juden mit Zyklon B vergast worden sind. Aber nicht nur Juden, auch viele andere Regimegegner. Aber der Christian Schneider soll das eben auf einem Blog veröffentlicht haben. Und zwar ein, zwei Jahre nachdem ich einen Film mit dem Franz Hörmann gefilmt habe, den er bei Christian Schneider vorgetragen hat. Also zu einem Zeitpunkt, wo auch der Franz Hörmann und alle anderen, die dort eingeladen waren, so wie auch ich eingeladen wurde, den Film zu... wie wir da eingeladen wurden, haben wir noch nichts gewusst, dass er gesagt hätte, dass er Holocaust-Leugnung praktiziert in dem Sinn. Und vor allem ich muss ja mal Gerücht sagen, dass er das gesagt hat, Jahre später erst deklariert hat, nachdem ich mit ihm einmal einen Film gemacht habe. Ich habe dann mal nachträglich nachgeschaut, ob das auch stimmt, ob der Gerhard Schneider wirklich da so etwas geäußert hat. Und ich finde leider nichts, außer nur Äußerungen von der Krone oder von anderen, Kronenzeitung glaube ich jetzt nicht, aber von anderen, die was sagen, er hätte das gesagt. Aber es gibt keine Hinweis zu dieser echten Quelle, wo das wirklich drin steht, dass es so drin steht von Christian Schneider gepostet, ich leugne so und so. Aber wie gesagt, an dem Video, von dem ich spreche, das war hier dieses. Gehen wir wieder zu meiner Videoplayliste von OkiTalk raus. Und auf meinen Videos. Vor vielen, vielen Jahren eben, ja, lange bevor der Christian Schneider diese Aussage getätigt haben sollte, habe ich die Veranstaltung gefilmt, eine sechsteilige, diese hier, die Top-Informationstag. Da wurde ich eingeladen, weil mir schmackhaft gemacht wurde, dass der Herr Franz Hörmann da ist, ja. Der Franz Hörmann ist das. Der hat im Jahre 2014, am 15. März, beim Top-Informationstag einen Vortrag über Geld- und Wirtschafts- und Ökonomiesysteme näher gebracht, die sehr gut laufen würden, wenn man es umsetzen würde. Aber dieser Franz Hörmann, dieser Professor und gar irgendwer, der was über so ein Thema referieren könnte, sondern eine richtige Koryphäe, wenn es ums Geldsystem und Ökonomie und Wirtschaft geht. Ich habe schon vorbereitet, dann Franz Hörmann ist einfach mal ganz kurz gesagt ein österreichischer Wirtschaftswissenschaftler und außerordentlicher Professor am Institut für Revisions-, Treuhand- und Rechnungswesen der Wirtschaftsuniversität in Wien. Also wow, ein richtiger Fachmann, wie man sich nur wünschen kann. Besser geht's nicht mehr, wenn es ums Geldsystem, Wirtschaft und Ökonomie geht. Und da habe ich an Christian Schneider danken zugesagt, dass ich das filme. An den Tag haben aber noch andere auch natürlich
was gebracht, wie der Gerhard Zwingler vom Verein Netzwerk, dann der Gerhard Schneider eben hat über natürliche Medizin referiert. Also nichts gegen Holocaust-Leugnung oder so, sondern über natürliche Medizin, weil er ist ein Humanenergetiker, Heilpraktikant. Der Horst Burgstaller vom Verein Geier hat da was gesendet. Ja, und der Joe Kreisel auch noch. Der ist ja anscheinend sehr umstritten. Ja, was wird mir Joe Kreisel gesagt, dass er auch so ein Staatsverweigerer sein soll. Das, was ich von ihm bis jetzt, ich kann nur das beurteilen, was ich von einem Menschen höre. Ich lasse mir nicht was von einem anderen über einen Menschen sagen, wie er sein sollte, sondern ich gehe zu den Menschen dann, wenn es so gut wie es geht, hin und schaue mir selber an, was er sagt und bilde mir dann meine Meinung. Und Joe Kreisel, alles, was ich bis jetzt hochgeladen habe von ihm, berichtigt mich, falls ich mich irre, aber bis jetzt sind seine Aussagen nur so weitgehend, dass er sagt, anhand auch eines juristischen Wörterbuches, das er immer zu vorlegt, wer, das, was er sagt, dass gewisse richterliche Beschlüsse nicht mehr unterschrieben werden. Und dann fragt er einfach nur eines, ob es dann legitim ist, diese exekutiv auszuüben, wenn der Richter nicht unterschreibt. Und er geht darauf ein, was so gewisse juristische Wörter bedeuten, wie ein geistig-sittliches Wesen, ob das ein Unterschied ist zu einem Menschen, wenn er als Privatperson deklariert wird und so weiter. Der Joe Kreisel zahlt jedenfalls Kfz-Steuer, der ist kein Aussteiger, so die sie eigene Nummerntafeln machen. Er zahlt Mehrwertsteuer und alles Mögliche, Sozialversicherung zahlt er auch. Er lebt halt sehr genügsam, er lebt nicht auf großem Fuß und so kann er sich eigentlich nichts vorwerfen. Er ist jedenfalls kein Terrorist in dem Sinn, ja. Und wie gesagt, an diesem Tag von den fünf Teilnehmern, es waren trotzdem sechs Teile, hat der Herr Christian Schneider noch lange nichts über Holocaust-Leugnungen deklariert. Und ich habe es nachträglich auch nie wirklich finden können, wo das stimmt, was über ihn behauptet wird. Alles, was ich hier oben habe, ist von oben bis unten überprüft, ob rassistische, frauenfeindliche oder sonst irgendwelche Sachen verstoßen worden sind. Ansonsten hätte es der Presserat mir schon längst einmal beanstanden können. Und wenn die Krone-Zeitung schreibt, der Verfassungsschutz müsste sich mit uns oder mit mir oder anderen befassen, ja, dann muss man schon sagen, bei uns hat sich bis jetzt noch niemand von irgendwo befasst. Nicht der Presserat, nicht der Verfassungsschutz. Und warum? Weil es noch nichts zu beanstanden gegeben hat, was ich bis jetzt hier genug zu beweisen habe. Sondern dass nur Leute in den Dreck gezogen werden von anderen Menschen wie die Kronenzeitung. Ja. Okay, man muss ja nur noch so eines bedenken. Das ist ja wirklich das Dramatische und Schlimme. Wenn jetzt so die alten Artikel, was ich jetzt dort gezeigt habe, wo die Krone-Zeitung geschrieben hat, dass das in Syrien oder das mit der Bigamie vor allem, ja, oder das in Kindergarten, dass da alle Kinder vermummt sein müssen, was alles nicht stimmt. Wenn das jetzt die Krone-Zeitung-Leser lesen, zu Tausenden, ja, die werden dann, wenn sie das wirklich lesen, wirklich zutiefst bestürzt, dass die Kinder alle noch vermummt im Kindergarten sein müssten. Oder eben, dass ein Bigamist ja, so viel Geld bekommt in Österreich, was ja was gar nicht erlaubt ist, Bigamie vor allem. Also, dann sind die Menschen auf der Straße, die sowas in der Zeitung lesen und dann zu Recht dann ja protestieren, weil sie jetzt Demokratie wahren wollen und nicht wollen, dass Bigamie da herrscht und nicht wollen, dass die Kinder in Kindergärten verschleiert rumlaufen wollen. Aber weil sie dann auf sich in Falschmeldungen der Krone-Zeitung aufsetzen, sind dann nicht die Krone-Zeitung, die was die Vollbäsche kriegen, sondern die Menschen, die dann auf der Straße sind und dem falsch zu Unrecht demonstrieren gehen. Die werden dann als Nazis oder Reichsbürger deklariert, als Braun-Esoteriker oder sonst irgendwas, obwohl sie es nur gut meinen. Und das geht einfach nicht. Und mir soll man arm irgendwo in den Videos vorzeigen, wo ich gegen irgendwie so etwas verstoßen hätte. Nicht nur der Herr Professor Franz Hörmann, dieser hochkarätige Mensch, den ich gefilmt habe.
Schon alleine beim Medienfestival hat Okitalk, FSA, ORF alle Medien eingeladen zu filmen. Nur Opendo TV, Blaupause TV, Taurus TV und ich mit Krypto TV habe die Medienfestival wahrgenommen, gefilmt. Wem haben wir da gefilmt? An Lars Köhne hier. Ist ein preisgekrönter TV-Journalist, ein Kriegsberichterstatter. Wirklich auch, der viel Mumm hat, wenn es um Kriegsjournalismus geht, ist der Leo Gabriel, Friedenspolitiker, also ein richtiger Diplomat, ist ein hochkarätiger Mensch. Also wenn man mir sagen will, dass ich da irgendwie verschwörungstheoretische Sachen mache, das Wort Verschwörungstheorie, wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, wenn Theorien, Vermutungen oder Indizien vorhanden sind, wo eine Gruppierung oder Einzelperson im Geheimen, also verschwörerisch dadurch, etwas aushackt, um einen Staat oder Einzelpersonen zu schaden. Und das Wort Verschwörungstheorie ist das erste Mal ins Leben gerufen worden, wo dann die ersten Menschen gesagt haben, dass John F. Kennedy von Geheimdienst ermordet worden ist. Und man sagt, dass dadurch der Geheimdienst dann das Wort Verschwörungstheorie in die Welt gesetzt hat, um diese Menschen zu diskreditieren. Ich bin auch kein Verschwörungspraktiker, wie dann manche noch sagen, ja, dann sag's halt andersrum, weil ich praktiziere keine Verschwörungen. Dieser Begriff, den man mir zuschreiben kann, der dazu zählt, der nennt sich investigativer Journalist. Wenn ich hier etwas bringe, dann müssen es fundierte Quellenangaben sein, ansonsten berichte ich nicht. Aber im hauptsächlichen Sinne eher Videos, wo wir nur Lösungen aufzeigen, wie man besseres Geldsystem, Ökonomiesystem, Regionalwirtschaft machen, betreiben kann, ohne aus einer EU austreten zu müssen. Denn das Einzige, was man einer Demokratie beanstanden kann und das, wo man beanstanden kann, dass die EU nicht demokratisch agiert, so möchte ich sagen, ist, dass, wie das Politiker Seehofer zum Beispiel bei Belzig heute auch schon gesagt hat, die Politiker, die wir wählen, nichts zu sagen haben. Aber die, die etwas zu sagen haben, niemand wählt, ja kaum sogar jemand kennt, ja, wie in Brüssel. Und so auch nicht nur in Österreich die Politiker, auch in Brüssel und übergreifend. Und so bin ich kein Staatsfeind oder Trenner, sondern mache mir nur Sorgen, dass die demokratischen Staatsstrukturen gar nicht mehr eingehalten werden, wie eben Aussagen von Seehofer. Wie auch Schäuble gesagt hat, dass die Frau Merkel eine Geschäftsführerin ist. Das kann ich nicht genau wortwörtlich so sagen, aber ihr wisst, was ich meine. Das kann man alles nachgoogeln, was Seehofer in puncto, wenn man nachgoogelt, gesagt hat, was Frau Merkel, welche Geschäftsführerin sie ist. Also, wenn solche Grundpolitiker so etwas sagen, kann man nicht uns böse sein, wenn wir dann hier und auf der Straße dann fragen, stimmt das oder nicht? Dann werden wir als Nazis deklariert, obwohl wir nur eine Frage stellen. Wir wollen jetzt einfach nur eins, klipp und klar Antworten haben. Und wenn hier etwas dementsprechend gegen den Ehrenkodex verstößt, was ich hochgeladen habe, dann sag's mir Bescheid, dann tue ich es gerne runter. Aber ich werde niemanden löschen, bevor nicht Beweise gezeigt werden, weil ich mache keine Hexenjagd, keine Hexenverbrennung. Einfach jemanden löschen, der es nicht verdient hat, nur weil man sagt, ja, er ist das oder das, ohne zu zeigen, was er eigentlich wirklich tut. Eduard G. Kahn ist auch so ein Film in Golden Earth Vision. Das ist so ein Film, der hier in der Kronenzeitung angesprochen wurde über den Golden Earth Vision Kongress. Da hat zum Beispiel eben der Eduard G. Kahn und der Jo Konrad über die Leis-Schulen gesprochen. Ja. Da kann man sich auch hier anhören. Und wenn ihr diesen Film anseht, dann könnt ihr doch entscheiden, ob hier etwas Dubioses gebracht wurde. Oder ob es nicht einfach nur Ideen sind, bestehende Gesetze noch zu verbessern. Es sind nicht diejenigen, die mit Fackeln und Äxten an den Straßen stehen. Gehen wir mal runter. Wie ihr seht, ich habe ja sehr viel schon berichtet, ja. Harvey Friedman war auch sehr viel umstritten, ja. Aber hier geht es nicht um die Person Harvey Friedman, sondern das, was er zu sagen hat und das, was er hier aufzeigt. Muss erstmal einer beweisen, dass es Blödsinn ist. Und nicht indem er sagt, das ist Blödsinn, sondern Beweise zeigt.
Die Kronenzeitung ist zum Beispiel so. Die sagt nur, das ist Blödsinn, ohne etwas zu beweisen. Ah, Marambam, bin ich aufgelegt. Entschuldigt mich bitte für dieses laute Volumen, ja. Hier habe ich in Auftrag der Linken auch über die Demo ACTA und auch über TTIP einen Live-Mitschnitt gemacht. Aber ich bin kein Linker deswegen. Ich stelle mich nicht in eine rechte Partei oder in eine linke, sondern ich bin einfach nur ein Mensch, der begriffen, dass es den blauen Gedanken braucht, um unsere kulturellen Eigenschaften zu wahren, dass es den grünen Gedanken braucht, um die Natur zu fördern, dass es den roten Gedanken braucht, um soziale Eigenschaften zu fördern und zu verbessern. Also ich glaube, ihr versteht mich schon, was ich damit meine, auf welcher Seite ich stehe, ja? Ich bin für die Kooperation von Parteien und nicht so, wie sie heute ist, dass sie nur in Konkurrenz zueinander stehen. Hier, die Medienklagemauer wird auch sehr in das schlechte Licht gerückt. Aber wenn man dann sieht, was sie für Berichte bringen, dann zeigen sie nur Quellen auf, dass man es nachrecherchieren kann. Ich habe sehr wohl schon manche Leute auch gelöscht. Ich komme schon nachträglich oft drauf, dass manche auch Scharlatane sind. Zwei Schamanen habe ich Filmprojekte gemacht. Bei einer Schamanin zum Beispiel habe ich schon gefilmt, hochgeladen, nachträglich gelöscht. Eine andere Schamanin war ein Riesenprojekt mit voll vielen Teilen. Da habe ich ein Jahr lang dran gesessen, an dem herumzuwirken. Habe ich da nicht einmal veröffentlicht, weil es mir einfach zu unlauter war. Also ich schaue schon sehr wohl, was dann gelöscht werden muss nachträglich. Ich glaube, jetzt kommen wir schon langsam zum Schluss hin. Hm? Was haben wir denn sonst noch? Ich konnte noch als letztes zeigen, genau auf meiner Homepage. Wenn man da zum Beispiel auf wer und was ist Krypto.tv klickt. Entschuldigung, es ist der Vorführeffekt. Bei Kontaktimpression kommt man hier zum Beispiel auf mein Leben und Wirken hin. Und dass man schon auch sieht, warum hat der Roman Michael Reuter, der ich eben bin, dieses Krypto.tv entwickelt. Das ist eine, gibt es erst seit 8 Jahren Krypto.tv. Ich habe mich davor aber auch schon sozial engagiert. Angefangen hat es bei mir eben für Tierschutz und Umweltschutz und politisch ist es so erst viel später gekommen. Aber zum Abschluss lese ich vielleicht hier noch vor, was ich so über mich geschrieben habe. Ich wurde in St. Johann in Tirol geboren, aber wuchs in der Stadt Salzburg auf und wurde auf den Namen Roman Michael Reuter benannt, wobei ich den Namen Michael bevorzuge. Als Kind zog es mich immer in die Natur, sodass meine Mutter auch immer sehr viel Mühe und Arbeit damit hatte, meine Kleidung wieder sauber zu bekommen. Ich spürte in den Seen, Wäldern und so weiter eine große Geborgenheit. Zugleich war ich mit der Heilkraft der Natur sehr bewusst. Ist da mal weg. Vor allem in den Ferien durfte ich eine lange Zeit bei meinen Großeltern die großen und weiten Wäldern tagtäglich durchstreifen, wo ich wie selten woanders die Naturlebewesen spüren konnte. Ja, ob man daran glaubt oder nicht, ist eine Privatsache. Wort privat, naja. Da ich sehr handwerklich geschickt bin, begann mein beruflicher Werdegang mit einer Lehre zum Tischler. Ich mochte diesen Beruf an und für sich sehr gerne, jedoch wollte ich eher immer mit vielen Menschen zusammenarbeiten und ihnen helfen. Da eines meiner vielen Hobbys und Interessen unter anderem den Heilpraktiken und vielen anderen alternativen Formen der Heilungen sind. Und so beende ich meine Arbeit als Tischler und machte eine Ausbildung zum Krankenpfleger in der Christian-Doppler-Klinik und arbeite dort 5 Jahre als Pfleger und internen Patiententransport im Springer-Dienst. Also da kann man vielleicht noch, möchte ich noch was dazu einfügen. Es war so die Zeit zwischen eben von Tischler und Krankenpfleger von der Zeit von 16 bis 23, 28 Jahre. Ja. Und in puncto, ob ich auch ein Rassist wäre, ja. Das kann man schon mal damit auch nicht mir angedeihen, dass ich Rassist wäre oder fremdenfeindlich, weil ich schon mindestens 5 Frauen in nicht österreichischen kulturellen Gebiet hatte. Mit 16 zum Beispiel habe ich dann komplett einen neuen Freundeskreis gesucht. Da bin ich
von meinen den Freunden in der Hauptschule weggegangen und habe mich mehr wieder zu meiner musikalischen Liebe gewidmet, zu den Rock'n'Roll, besonders in Elvis und so. Ja, dadurch habe ich mir auch wieder Elvis angezogen und so zu der Musik die passende Frisur gehabt und Pommage, also Elvis-Locke. Jetzt habe ich leider einen Haarausfall, genetisch bedingt. Aber damals gibt es sehr schöne Fotos, wo ich wirklich. Ja, die Leute haben oft noch schon, hey, der Elvis lebt, wenn sie mich und Freunde von mir danach gesehen haben. Wie gesagt, ich habe neue Freunde dann kennengelernt mit 16. Und das waren, damals hat man den Jugoslawen gesagt. Wirklich, mein bester Freund damals war dann der Samir, das war Bosnier. Und er hat auch eine sehr nette Schwester, die Samira. Ja, und boah. Ja, ich konnte ja auch noch erwähnen, warum ich eben neue Freunde kennenlernen wollte. Ich habe erwähnt, die Hauptschulfreunde habe ich dann getrennt, weil die sind alle dann wirklich in die Nazi-Ecke abgedriftet. Meine besten Hauptschulfreunde sind entweder zu den Hooligans gekommen oder in Salzburg. Da sind sie auch so mit anderen Neonazis rumgelungert. Und das hat mir echt nicht taugt, dann bin ich weggegangen. Natürlich bin ich dann mit dem Samir mehr fortgegangen, nur noch eben, und in den Lokalen dann mit dem Samir habe ich dann nach ein paar Jahren wieder einen alten Hauptschulfreund getroffen, der damals auch mein allerbester Freund generell war in der Hauptschule, der Andi. Ich meine, ich erwähne keine Familiennamen, ich sage nur Samir, Samira, jetzt eben der Andi. Der Andi eben mein damals bester Freund, den ich auch den Rücken gekehrt habe, weil er eben zu den Hooligans gegangen ist und auch. Ja, beim Fortgehen traf ich ihn eben nach langen Jahren, haben uns wieder gut unterhalten so und haben gedacht, ja, passt eigentlich gut, und ihm versprochen, dass er bei mir schlafen darf. Und da ist auch der Samir auch noch dazugestoßen zu uns. Und dann hat mein Hauptschulfreund immer auf meinen neuen Freunden Samir total gelästert, wirklich fremdenfeindliche, rassistische Aussagen getätigt, das mir auch nicht gefallen hat, weil der Samir ein super Freund von mir ist. Und dann habe ich halt meinen Freund von damals gesagt, dass er doch nicht bei mir schlafen darf, weil das geht nicht, dass er meinen Freund so beleidigt. Und eine Woche später habe ich. Ja, da spurt. Eine Woche später habe ich dann erfahren, dass mein Freund gestorben ist. Dass er ermordet worden ist. Also, weil ich mir nicht erlaubt habe, dass er bei mir schlafen darf, ist er dann alleine, wie ich gehört habe, rumgelaufen in der Stadt und hat irgendwelche Ausländer angepöbelt und die sollen ihn in die Salzach geschmissen haben. Da ist er gestorben. Ja, das ist zu privat. Ich wollte ja nur über meine Beziehung von früher erzählen. Wie eben auch. Ja, man kann mir nicht zugestehen, dass ich Rassist wäre, weil mit einer Polin war ich auch zusammen, die Anetta. Die hat halt mit mir Schluss gemacht, weil nicht ein Arsch wäre oder so, sondern weil ihre Mutter eine psychische Störung hatte und sie hat Angst gehabt, dass sie dann auch als eine Pflegefall wird und wollte mir das nicht antun. Oder die Tunesierin war ich zusammen, die habe ich halt Schluss machen müssen, weil sie leider ein Alkoholproblem gehabt hat. Und dann, obwohl sie ein liebes Mädel war, wenn Rauszustand Sachen gemacht hat, die zu schlimm waren. Und das habe ich mir nicht draufgeschrieben, das haben wir wirklich bei meinem Schluss, oder? Ja, da habe ich eben vorgelesen, was ich gemacht habe, dass ich eben bei der Occupy Salzburg Bewegung dazugegangen bin, wie die Occupy Wall Street Bewegung etabliert hat, weil ich mich eben schon immer dafür interessiert habe, dass das Geldsystem für Menschen da ist, nicht für wenige Oligarchen. Denn ich war damals dabei zu unterschreiben für den EU-Beitritt, weil uns ja versprochen worden ist,
Freiheiten und alles in Niederlage. Aber die Freiheiten haben es nur noch für Großkonzerne und die Kleinbetriebe sind alle zerstört worden. Und ich war für offene Grenzen, aber nicht, dass wir unsere Kultur deswegen jetzt alle verzichten müssen. Ja. Wenn die Gründe, warum EU uns gut versprochen worden ist und das eigentlich sogar ehrbar gewesen wäre, aber jetzt dem all nicht entspricht, brauche ich hier nicht aufdröseln. Da sieht man eben auch, dass ich wirklich immer angefangen habe mit dem Tierschutz. Da sieht man ja eben, wie wir in Salzburg haben auch ein Video gemacht, kann man sich auch anschauen, wie man die Kröten und Frösche und die Echsen schützen, indem sie von der Straße zusammengefahren werden, wenn sie auch ab- und zuwandern zum Laichgebiet. Da führe ich ein Theaterstück auf bei den Violetten. Die habe ich ja erwähnt. In Deutschland gibt es auch die Partei der Violetten, in Salzburg auch. Oder hat es gegeben. 2000, nach 13 Jahren, haben wir dann eine Abstimmung gemacht, ob wir noch Partei bleiben wollen oder eine Bewegung umgründen. Und mein Freund und ich waren da nicht so begeistert, den Parteistatus aufzugeben, darum bin ich jetzt auch nicht mehr so aktiv dort dabei. Da sieht man dann ein Beispiel, wo ich Free Hugs verteile, also welche Nazi-Fremdenfeindlicher verteilt an Homosexuelle oder an Ausländer Free Hugs, also gratis Umarmungen. Sicher keiner. Also da. Umarmen. Und mein Freund natürlich, ich und ein Freund von mir zusammen. Aber ja, da habe ich einen Film gemacht von Buy Nothing Day, weil ich auch beim Verein Verkehr früher mehr engagiert habe, jetzt habe ich leider nicht mehr so viel Zeit. Verkehr ist zum Beispiel auch mehr so links, eher wenn wir mal links-rechts schauen, wie eher links geachtet. Aber interessiert sich eher für Projekte, wie man die Infrastruktur der Stadt für den Fußgänger idealer macht und den Autoverkehr minimieren kann. Aber bei Nothing Day auch, bei den sehr interessanten Videos, was ich für sie gemacht habe, auch wir aufzeigen, wie viel wir eigentlich für die Müllhalde produzieren. Anti-Atom-Demonstration bei Fukushima habe ich mich mit meinen Freunden mit engagiert. Die Stille Revolution haben wir gegründet, aber nicht jetzt da gleich aufschreien, was, Revolutionärer, sondern von den Stille, dem Wort Revolution, ist das R in Klammer, dass das Evolution in den Vordergrund kommt. Und hier Love. Also das haben wir uns ein paar Mal, treffen uns in Jahr und setzen uns auf in der Stille, Kontemplation in der Stadt, machen so wie im Geiste von Mahatma Gandhi, der mit gewaltfreier Ideen seine Ideen umgesetzt hat. Also mehr im Stil von Gandhi und haben unsere Stille Revolution gegründet. In Wien, Berlin, München, überall haben wir jetzt unsere Nachahmer. Ja, andere Projekte, was ich alles so gemacht habe. Mein Name CryptoTV wird oft missverstanden mit Kryptowährung. Es gibt zum Beispiel einen YouTube-Kanal, der nimmt einfach meine Video bei fünf. Ich habe einen YouTube-Kanal entdeckt, der sich mit Kryptowährung beschäftigt, also mit Bitcoins, und der imitiert mittlerweile schon 5 Videos von mir. Zum einen hat er die Überschriften der Videos von mir übernommen und in der Videobeschreibung sogar meinen Namen mit eingefügt, sogar Namen meiner Freunde. In dem Video geht es eben um das Bewerben von Bitcoins. Ich, obwohl ich CryptoTV heiße und schon vorher erklärt habe, warum ich so benannt habe, halte gar nichts von Bitcoin, sondern finde Bitcoin sogar gefährlich, weil sie uns komplett vom Bargeld lösen wollen. Und zweitens, so getan wird, dass man sich da vom Finanzamt durchmogeln kann. Ich sage sogar, dass Bitcoins ein trojanisches Pferd sind, damit das Finanzamt das bargeldlose System einführen kann. Und darum ist es schon alleine eine Freche, dass einer
der was Bitcoins bewirbt, da meinen Namen dafür benutzt. Ich zeige euch mal Beispiele. Ich habe ein Video hochgeladen, das heißt die Schellenberger Eishöhle, weil ich der Schellenberger Eishöhle in Untersberg, Schellenberger Eishöhle gefilmt habe und den Eishöhlenführer da Doku entlocken durfte. Und das heißt die Schellenberger Eishöhle in Untersberg, Krypto TV. Ist aber der Kanal Top Krypto und Vortex. Und wie gesagt, da geht es um Kryptowährungen. Wenn man zum Beispiel den kopiert, den Titel dieses Videos, zuvor zeige ich noch die Videobeschreibung, da steht, Geld zu verschenken, Mann, ist also ein Video, das ich gefilmt habe, Schellenberger Eishöhle, Roman Michael Reuter, mein Name ist da mit drinnen, sogar mein alter Partner von Krypto TV, der Klaus Glatzel von Okidok, die ja nichts mit Bitcoin zu tun haben wollen. Und dieser Kanal da hat 5 Videos für mich schon geklaut und hat seine Namen hochgeladen. Wenn ich zum Beispiel Schellenberger Eishöhle in Suche bei YouTube eingebe, kommt mein echtes Video von mir. Das ist jetzt mein echtes Video und das ist eben viel, viel älter. Die Videos sind erst vor, das was jetzt vorher dieser Bitcoin-Kanal hochgeladen hat, vor einem Monat das erste Mal hochgeladen worden. Und da sieht man eben, da habe ich den Höhlenführer gefilmt. Und da ist alles? Ja. Wie gesagt, diese Filme da, wo hat der alle hochgeladen? Das Agnihotra, dieses Video hier. Das ist ein Titel von mir. Dieses Video. Dann dieses Video, Geld zu verschenken, Mann. Das ist auch ein Video, das was Price Movement can be represented as a line. Area and linear. Aber eigentlich, wenn man Geld zu verschenken, Mann. Hochgeladen hat er es am 8.2.2018. Wenn man jetzt Geld zu verschenken, Mann, in Suche eingibt, kommt man zu meinem Video, was hochgeladen wurde am 8.12.2013. Ja. Und da geht es wirklich in dem Video um ein Geld zu verschenken, Mann. Und bei dem Video von ihm, eben wieder nur um die Bitcoins und obendrein wiederum mein Name, einfach Roman Reuter Michael. In allen 5 Videos habe ich schon entdeckt. Und das Schräge daran ist auch das, dann habe ich bei YouTube Einspruch erhoben und gesagt, das ist Identitätsraub, indem er zum einen die Titel meiner Videos hernimmt, zum anderen, das ja oft wie in Schellenberger Eishöhle gar nichts mit Schellenberger Eishöhle zu tun hat. Und das Gravierendste, eben mein Name, er hat dazu benutzt und bewerben Bitcoins. Beim ersten Mal wurde das abgelehnt von YouTube, es wurden keine entsprechenden Verstöße gegen meine Person verstoßen. Dann habe ich nochmal Einspruch erhoben und wurde wieder abgelehnt von YouTube. Das finde ich aber schon ziemlich arg. Ja. Aber damit ihr auch ihr seht, ich habe nichts mit Kryptowährung oder sonst was zu tun. Krypto hat was mit Krypto, das geheime Verborgene ins Tageslicht zu tun. Ja, also entscheidet ihr nun. Anhand der Beispiele habe ich jetzt wirklich mit diesen Verstößen schuldig gemacht, habe, was in den Zeitungsbericht von Kronenzeitung gestanden ist, was ich vorgelesen habe. Ich werde jetzt nämlich einfach einmal jetzt alles zurückschrauben. Ich werde jetzt nichts mehr einstweilen für andere Menschen machen, die mich gefragt haben, was für sie zu tun. Ich werde mich auf eigene Projekte kümmern, die mich interessieren fürs Fernsehen. Auch das, was ich jetzt schon gefilmt habe und eigentlich geschnitten werden sollte, werde ich jetzt einmal zurückstellen. Muss ich jetzt leider auch versprechen, einfach einmal Menschen, denen ich schon versprochen habe, was zu schneiden, weil ich es gefilmt habe, für sie in Stich lassen. Wenn man mal schaut, eben ein Projekt, das möchte ich Ihnen am Schluss dann zeigen, dann gebe ich Ruhe. Der Verein Golden Earth Vision ist auf der Franz Kurz, weil Montagsinfo genannt worden ist, ist bei Montagsinfo aufgetreten. Ja. Montagsinfo habe ja ich auch gefilmt, ist ja in der Zeitung gestanden. Ja, stimmt ja alles so. Die Montagsinfo haben wir mal einen Vortragstag. An option is a contract that allows you to buy. So, furchtbar, ich weiß. Geht's mal zum Teil hin, wo der Franz Kurz war. Montagsinfo
waren ein paar Teile, die ich gefilmt habe. Jeder Teil hat so ein anderes Thema gehabt. Und einen Teil, an einem Montagsinfotag ging es um das Thema Bildung. Und weil ich den Franz Kurz durch Goldener Vision kennengelernt habe, haben wir eingeladen, etwas über Bildung zu referieren, weil er HTL-Lehrer ist. Ein HTL-Lehrer? Nein, ein HTL-Direktor. Also ganz so großer von einer HTL, ein Direktor. Wow, wenn wir das Thema Bildung haben, haben wir uns gefreut, dass er da was über Bildung referiert. Das war nur ganz kurz. Da ging es also nichts über irgendwelche Steuerveruntreuung oder sonst was. Weil wie gesagt, man kann ja auch nicht an Herrn Grasser seine Putzfrau für irgendwas schuldig machen, wenn er was veruntreut hat. Ja, und da ging es um Thema Bildung. Montagsinfo, da hier, Hans, der Herr Dell-Direktor Franz Kurz. So, jetzt habe ich das Direktor Ganze die Schule. In den Hintergrund gedrängt. Sondern es geht um die Fünfe, das die heute gerade nicht gut drauf sind. Und Herr Franz Kurz, eben über das Thema, wie man hier lesen kann, Bildung. Franz Kurz und die Schule. HTL-Direktor. Und wie gesagt, ORF macht meine dafür verantwortlich, dass sie meinen Grasser auch interviewt haben oder eingeladen oder irgendwie dargestellt. Okay. Was eben sehr schade wäre dann, ist, wenn jetzt, dadurch, dass ich gewisse Projekte nicht machen kann, so Projekte nicht umsetzbar sind wie die Wildnisschule Auenland. Das sind ein paar so junge Menschen, die sich Kindern widmen, ihnen die Natur wieder zu näher zu bringen. Ja? So eine Mischung wie aus Rote, wie Pfadfinder und so. Und die habe ich durch den Verein Goldener Vision kennengelernt. Und dann habe ich mich mit der Wildnisschule Auenland mal zusammengeredet und dann habe ich gefragt, die Wildnisschule Auenland, ob ich meinen Bericht über die Wildnisschule bringen darf. Und dann sagt die Wildnisschule, ja klar, weil der ORF hat von ihnen eh auch schon mal einen Bericht gebracht und es würde mich freuen, wenn CryptoTV das auch machen würde. Also obendrein nochmal ein Bericht, was der ORF gemacht hat, Verein Goldener Vision sogar fördern möchte, die Wildnisschule Auenland. Hoffentlich kennen sie es weiter tun, wenn es nicht durch den Bericht von Kronenzeitung doch massiv behindert. An was geht's? Ich mache mal ein Schnittprogramm auf. Wie gesagt, ich habe den Film noch nicht veröffentlicht, ich muss noch schneiden. Aber ich werde jetzt einmal einfach dabei nichts machen. So seht ihr mal, wie ein Schnittprogramm ausschaut, was meine Haupttätigkeit ist. Filmen ist ja nicht das Ding. Da hier. Ups, was da mal so her. Mein Schnittprogramm, die Monitor auf groß. Da sieht man hier viele Aufnahmen, was ich so Schnittmaterial habe. Moment. So Sachen. Aber was eben geht, ist, da gehen die im Wald spazieren, wie man sieht, die Wildnisschule Auenland, machen schöne Lagerfeueraktivitäten. Oder da dann. Lernen die Kinder zum Beispiel kochen. So ein tolles Videoprojekt, was ich schneiden könnte. Da lernen sie Kräuter sammeln. Da lernen sie blind Bäume kennen. Also wäre schön, wenn ich das schneiden könnte. Das muss ich jetzt dabei einfach jetzt stoppen. Weil ich jetzt einmal mit der Geschäftsführer von FS1 sprechen muss, wie sie mich noch halten wollen oder können, wie sie zu mir jetzt stehen. Ich finde jetzt jedenfalls, habe ich genug erörtert, dass ich gegen keinen Pressekodex verstoßen habe, dass man der Kronezeit nicht alles glauben darf, was sie schreibt. Ich weiß nicht, ob sie das mutwillig machen, das nehme ich mal nicht an. Ich glaube eher, dass die Kronenzeitung einfach mal schlecht recherchiert hat anhand mangelnder Erfahrung. Vielleicht sind die einfach noch nicht so erfahren wie andere. Ich würde der Kronenzeitung vielleicht anraten, Mitglied vom Presserat zu werden. Da lernt man viel dazu dann. Und kann dann Fehler vermeiden. Wer schaut, wenn die Kronenzeitung irgendwann mal sich so stark verdappt, dass es dann aus ist mit der Kronenzeitung. Und die Punkte, was ich da schon aufzeigt habe, wo sie unlauter was deklariert haben, sind ja schon gravierend genug. Also bitte, seid vorsichtiger, liebe Kronenzeitung. Macht euch nicht strafbar. Ich hoffe, liebe Zuseher von CryptoTV, dass wir hier noch treu bleiben wollt. Und wieso bewertet es anhand meiner
Daten, was ich alles rausgebracht habe, nicht anhand dessen, was einer über mich erzählt. Ich hoffe, es war nicht zu emotional. Wie gesagt, ich will niemanden schlecht machen, wie die Kronenzeitung, aber ich will mich doch auch verteidigen, das Recht habe ich. Ja, dann alles Liebe, alles Gute allen miteinander. Namaste. Namaste bedeutet, ich ehre das Göttliche in allen. Und ich hoffe auf bald. Tschüss.